Post mal so lang deinen YouTube-Kanal. So, Zweitkanal. Jetzt bin ich auch online. Seid gegrüßt. Hallo YouTube. Hallo. Ja, ich spreche heute mit Bauterfruit, also für alle, die jetzt erst das Video einschalten quasi. Grüße euch. Grüße YouTube. Wir wollten ja über Wokismus reden und waren gerade beim Thema Cancel Culture angelangt. Also du hast ja heute mit Dara geredet. Gestern. Du hast gestern mit ihm geredet und heute darauf reagiert. Dir war in seiner Rhetorik ja etwas sehr Interessantes aufgefallen. Er wechselte die ganze Zeit das Thema und dann versucht er dir irgendwas zu unterstellen. Woran hast du das gemerkt? Ich meine, du hast ja schon ganz schön gebraucht bei deiner Reaktion gerade. Ja, die ging jetzt echt lange. Ich habe das aber tatsächlich, also gestern, als er mich ins Gespräch holen wollte, wusste ich sofort, worum es geht. Na, das war ja schon relativ offensichtlich. Allein schon, dass Neitan da drin war und das auch ein bisschen so angefeuert hat. Aber auch so die Art und Weise, wie Dara so über mich gesprochen hat. Also das war schon relativ eindeutig für mich, was letztlich Sinn und Zweck des Ganzen war. Du hast bei Dara ja unter anderem versucht, das Verhalten von Seth Van Dohm zu kritisieren. Das ist ja auch so ein Walker-Streamer, der in der Vergangenheit andere Leute als vollgeschissene Menschenhaut bezeichnet hat und gesagt, die solle man wegsperren und den Schlüssel wegwerfen. Wirklich, das sind jetzt wörtliche Zitate, das denke ich mir jetzt nicht aus. Und was war da Daras Reaktion drauf? Also ehrlich gesagt habe ich jetzt von Dara persönlich bezüglich Seth nichts Konkretes gehört. Genau, also wenn es da was gab? Er ist dem ausgewichen, weil er das ja offensichtlich nicht verteidigen kann, aber er kann da auch, also er will da nichts gegen sagen. Weil dieser Seth zu seinem Team gehört. Deswegen hat er Seth zuletzt auch geradet, also nachdem das mit Lucy passiert ist. Ja, das stimmt. Das war sogar an demselben Abend tatsächlich. Ja, weil diese Walken, da sind wir nämlich bei einem sehr wichtigen Punkt, weil das Tribalisten sind. Das sind keine Universalisten. Also du hast die ganze Zeit versucht, universalistisch zu argumentieren. Also man sollte grundsätzlich gegen Gewalt sein. Man sollte grundsätzlich jedem Menschen gewisse Rechte zuräumen. So denkt Dara nicht. So denken die gesamten Walken-Streamer nicht. Ihr Team hat Menschenrechte. Ihrem Team sollte es gut gehen. Aber die anderen, für die gelten keine Menschenrechte. Also du hast kein Recht auf freie Meinungsäußerung. Lucy hat das auch nicht. Und bei Lucy ist es auch egal, wenn sie irgendwelche Behinderungen ist, wenn sie hat oder wenn sie eine Frau ist oder zu welchen Opfergruppen sie gehört. Völlig egal. Wenn du dich gegen diese Ideologie äußerst, dann bist du ein Feind. Ja, das geht ja so weit, dass sie ja auch irgendwo bestimmen, wer das Recht hat. Ja, die haben ja auch da klare Definitionen. So, wer ist quasi würdig, wer hat das Recht, Teil zu sein der Gesellschaft und wer nicht. Ja, das haben wir auch ein paar Mal gesagt. Diese Leute haben ein Karl Schmidtsches Politikverständnis. Also sie entscheiden nach Freund und Feind und die Feinde, die müssen vernichtet und aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Sie stehen der Durchsetzung ihres Normos im Wege. Also sie stehen der Durchsetzung des Konsenses, den die Woken ja erreichen wollen, im Wege. Also die wollen uns ja in so ein Wokus Utopia führen, wo am Ende es angeblich keine Diskriminierung mehr gibt, wo es angeblich keinen Rassismus mehr gibt, keine ethnisch begründeten oder wie auch immer, oder sexuell begründeten Hierarchien. Deswegen wollen sie Ethnie, Geschlecht und alles andere als Kategorie abschaffen. Also das sagen sie ja. Aber sollte man das dann wirklich so woke nennen? Weil das hat ja eigentlich damit nicht viel zu sagen, also nicht viel gemeinsam, oder? Es wird im allgemeinen Diskurs so bezeichnet und deswegen halte ich auch von diesem Duktus Pseudo-Woke nichts. Also das hat der Erwin hochgebracht, weil er meinte, das würde eigentlich gegen die guten woken Werte gehen und das halte ich ein bisschen... Das habe ich tatsächlich, muss ich zugeben, so in die Welt geschafft. Ich glaube, das adaptiert man jetzt gerade ein bisschen. Das kommt von dir und nicht mal von Erwin. Ja, naja, auf jeden Fall. Ja, ich finde das nicht gut. Also es wird ja im allgemeinen Diskurs als woke bezeichnet oder als wokistisch oder wie auch immer. Ich finde es gut, dass wir da jetzt ein Wort haben, um das zu bezeichnen. Ich meine, die Woken, das hast du bei Dara gesehen, die beschweren, also auch gegen das Wort Pseudo-Woke, wehren die sich ja extremst, weil sie nicht bezeichnet werden wollen, weil sie nicht wollen, dass man das, was sie gerade tun und was man überall sehen kann. Wir haben ja eine kulturelle Woke-Hegemonie. Wir sehen ja das in allen, also das bei großen Filmstudios beispielsweise, das ist jetzt das anschaulichste Beispiel, dass da die Besetzung nach rassischen Kriterien erfolgt in den USA, dass da nur eine bestimmte Migrantenquote dabei sein muss, dass da eine bestimmte Quote an Schwarzen dabei sein muss. Also das ist ja eigentlich Rassismus, wenn man Leute aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit jetzt irgendwo anstellt. Und ja, das ist bescheuert, was diese Woken wollen. Aber das ist die Realität in den USA. Also bei manchen US-Unis, da haben es Leute, entsprechend ihrer Ethnie leichter oder schwerer an diesen Unis abgenommen werden.
genommen zu werden. Asiaten werden diskriminiert und Schwarze werden bevorzugt. Das denke ich mir gerade nicht aus. Das ist in den USA schon Realität. Also das ist diese Welt, wo uns diese Walken hinbringen. Also jede identitäre Ungleichbehandlung, die wird dann gleich als Diskriminierung bezeichnet. Ja, okay. Aber was machen wir jetzt dagegen? Was wäre denn da das Beste? Also ist da mein Ansatz des Dialogs nicht der Beste? Der ist der Beste, absolut. Der freie Diskurs ist der größte Feind von den Wokisten. Deswegen versuchen sie, den freien Diskurs zu unterminieren. Also was Dara da gemacht hat, der hat ja nicht versucht, mit dir in Austausch zu treten, sondern er hat versucht, irgendwas zu bringen, womit er dich dann diskreditieren kann. Und da du sehr zurückhaltend warst und nicht, keine Ahnung, eine Frage gestellt hast, was ist eine Frau, Dara? Wenn du das gefragt hättest, wärst du bestimmt gemutet worden und als Transfeind verschrien. Da du das nicht gesagt hast, hat er dann halt am Ende dich einfach nur als dumm bezeichnet und dich trotzdem gemutet. Ja. Ich hätte halt so oder so verloren. Letztlich. Ja, was heißt verloren? Du hast ja nicht verloren. Ja, also ich meine jetzt aus dieser Perspektive heraus, wahrscheinlich wie er das sieht, weil ich sehe mich ja auch nicht als Verlierer des Gesprächs, weil ich ja das gar nicht als Kampf werte. Na, für mich war das nie ein Kampf. Deswegen, man kann ja nichts verlieren, was kein Kampf war. Ja, diese Leute befinden sich geistig im Kriegszustand. Ja. Sie sehen dich als Feind. Sie wollen, dass du dich entweder zu dem Thema nicht mehr äußerst oder dass du, ja, halt aus dem politischen Diskurs dann ausgeschlossen wirst, wenn du das nicht freiwillig machst. Interessant fand ich, muss ich dir kurz erzählen, ich hatte ein Gespräch noch im Discord, da fiel etwas relativ Interessantes, und zwar wollte man mir quasi so ein bisschen zum Vorwurf machen, dass es nicht meine einzig alleinige Priorität im gesamten Tag, also innerhalb von 24 Stunden oder den restlichen Stunden, wo wir wach sind, dass es nicht mein einziges Anliegen ist, ständig nur gegen diese Gegner zu kämpfen. Nicht Gegner, AfD. Es war sogar speziell angesprochen, dass ich nicht alles daran setze, gegen die AfD und den Rechtsextremismus zu kämpfen. Also das hat man mir quasi so ein bisschen auch angreifen wollen, während ich dann aber auch gesagt habe, ja, aber der Tag ist lang genug, man kann auch mehr als eine Sache am Tag machen. Aber scheint man da irgendwie ein bisschen anders zu sehen. Weißt du, welche Frage ich Ihnen dann gestellt hatte? Warum ist die AfD eurer Meinung nach rechtsextrem? Jede Wette, alle Punkte, die Sie aufgezählt hätten, würden auf einen Großteil der deutschen Bevölkerung zutreffen. Beispielsweise, Sie sind gegen Migration. Sie sagen, dass man Politik in deutschem Interesse machen muss. Also das sind ja Sachen, die sagt das BSW beispielsweise auch. Ist das jetzt auch rechtsextrem? Also in der Woken-Logik ja. Und manche Woke, die argumentieren ja genauso. Also die versuchen dann Leute wie Friedrich Merz oder Sarah Wagenknecht, die ja noch deutlich, deutlich gemäßigter als die AfD sind, die dann auch als rechts- oder rechtsradikal hinzustellen. Oder Leute wie Proletopia. Es gibt wirklich einige Woke-Twitch-Nutzer, einige antideutsche Twitter-Nutzer, auch mit über 10.000 Followern, die Proletopia als rechtsradikal zu verleumden versucht haben. Warum? Was kann man denn ihm recht, also was Rechtsradikales angreifen? Verstehe ich nicht. Zu diesem Stolzmonat, also wo die ganzen AfDler so Deutschlandflaggen in so einer Stolzversion gepostet haben, da hat er gesagt, da hat er sich nicht klar genug dagegen ausgesprochen und deswegen war er rechtsradikal. Ehrlich? Das war der Grund? Ja. Okay. Also diese Ideologie, die ist viel weiter verbreitet, als du das vielleicht denkst. Also wie gesagt, ich hatte ja vorhin von solchen Diffamierungsreportagen aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk erzählt. Also das erwischt auch viele Leute aus der Friedensbewegung. Die Woken sind ja auch auf Proletopia so draufgegangen, als er sich für Frieden in der Ukraine ausgesprochen hat. Es ist auch sehr interessant, dass die Woken, die auch, wie gesagt, sich geistig, innenpolitisch total im Kriegszustand befinden, also die wollen ja ihre Kritiker vernichten, dass die auch mit außenpolitischen Kriegen absolut kein Problem haben, sondern die befürworten. Also finde ich zumindest interessant. Aber ich finde hieran interessant, muss ich auch kurz anmerken, gerade jetzt auch mit den Gesprächen, die ich mit jetzt auch so generell hatte, also jetzt so mit Dara, Naitan und so weiter, auch Seth, man versucht irgendwie alles, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so teilweise diese Gespräche, die wir jetzt zum Beispiel im Social Media miteinander haben, man versucht das irgendwie immer auf so eine höhere politische Ebene zu setzen. Also als ob alles, was getan wird, immer so eine höhere Ebene hat. So statt eigentlich mal auf der Ebene zu bleiben, auf der man sich gerade selber bewegt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Seth für seine Art kritisiere zum Beispiel,
dann ist das ja irgendwie nicht gerade die beste Gegenreaktion, dann zu sagen, ja, aber die AfD. Also man hebt das so auf eine höhere Ebene. Würdest du das so auch beobachten, dass das oft genauso auch ausgenutzt wird? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, man nutzt das gerade irgendwie so vieles vom eigenen Verhalten versucht man quasi so damit abzulenken, dass man alles auf eine höhere Ebene setzt. Du sagst gerade sinnvoll. Also aus wessen Sicht sinnvoll? Ja, aus der Sicht desjenigen, der dann natürlich das auf die höhere Ebene setzt, für denjenigen ist das wahrscheinlich sinnvoll, für mich aber nicht. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel sage zu einem, hey, mäßige mal deinen Ton, drück dich besser aus und da als Antwort kommt nur, ja, aber die AfD, du bist ein Steigbügelhalter, dann verstehe ich ja, also dann sind wir ja quasi in der Unterhaltung nicht weitergekommen. Man, vielleicht doch, wäre es auch mal... Ja, eher genau. AfD geruckt. Also das ist ja so genau sein Ziel. Wer nicht genau dafür ist dagegen. Also der ist ein Feind. Ja. Du sollst vernichtet werden. Du sollst am besten, oder du sollst dich, so extrem muss man es ja nicht ausdrücken. Ich glaube kaum, dass die meisten Woken dich physisch liquidieren wollten. Ich meine, ja, Seth hat ja schon gesagt, dass er Leute, wohl einige, also Dekadent hat ja gesagt, dass er Leute Löcher treiben will. Dara hat gesagt, dass Rechte in Angst und Schrecken leben sollen. Und wer rechts ist, das entscheidet laut Dara der gesunde Menschenverstand. Also das ist wahrscheinlich auch über 90% der deutschen Bevölkerung. Und Seth hat ja gesagt, die Leute sollte man einsperren und den Schlüssel wegwerfen. Also ich finde, das ist ziemlich eindeutig. Die Leute sollte man einsperren oder Gewalt antun. Also anderen Schluss lassen diese Zitate für mich nicht zu. Ja, vor allem, was machen wir mit den Leuten, wenn man den Schlüssel weggeschmissen hat? Also kriegen die auch Essen oder wie geht's weiter? Das ist ein anderes Wort für lebenslang. Das, ja. Wie gesagt, das lässt einen Spielraum für Interpretation. Ja. Aber wenn die ja lebenslang im Gefängnis sind, so, das wird ja auch irgendwann mal zu voll. Also irgendwie denken die oftmals auch nicht konsequent zu Ende, kann es sein. Also du kannst ja nicht alle, also die Menge an Menschen, die die halt letztlich lebenslang in die Haft bringen wollen, das ist ja, wie, wo willst du dafür die Fläche herkriegen? Bestrafe einen, erziehe 1000. Du brauchst nur so viel Angst und Schrecken erzeugen, dass sich der Großteil nicht dagegen äußert. Du brauchst nur einige radikale Beispiele, denen du die Kanäle komplett weglöscht. Also du musst ja auch nicht mal wegsperren. Und dann haben alle anderen Angst, dass ihnen auch der Twitch-Kanal gesperrt wird. Also KuchenTV hat ja jetzt beispielsweise Shuyoka kritisiert. Dafür wurde ihm der Twitch-Kanal gesperrt. Ich verstehe, was du sagen willst. So eine andere kleine Streamerin, wie gesagt, vollgeschissene Menschenhaut, die sollte man einsperren, der Schlüssel gehört weggeworfen. Das geht durch. Für sowas wird man auf Twitch nicht gesperrt, was zeigt, wie stark die kulturelle Hegemonie der Woken ist. Sie dürfen alles mit ihren Feinden machen, aber ihre Feinde dürfen nichts machen, die sie nicht mal sachlich kritisieren. Das finde ich sehr interessant, weil wenn man jetzt auch mal so überlegt, zum Beispiel auch diese ganzen Artikel, die ja für Shuyoka rauskamen, das war ja schon auch ziemlich extrem. Also im Prinzip, man konnte einem KuchenTV zum Beispiel alles unterstellen. Na, er ist transfeindlich, er ist misogyn, er ist dies und das. Letztlich hat man ihm aber immer wieder zum Vorwurf gemacht, dass er sich überhaupt dagegen äußert. So während im Prinzip komplett immer nur gegen ihn geschossen wird. Auch jetzt, er wird ja permanent auch beschossen. Man stellt es aber so dar, als ob im Prinzip das ja komplett gerechtfertigt wäre. Es ist ja korrekt. Also warum sollte man sich gegen etwas wehren, was richtig ist? Demnach ist er derjenige, der was falsch macht. Ja, absolut, absolut. Beim Fall Shuyoka, das ist etwas sehr Interessantes, da erleiden die Woken gerade eine metapolitische Niederlage auf Twitch. Also wir erleben ja, wie sie Follower verliert, wir erleben, wie die Kritiker an ihr sehr viel mehr Klicks bekommen als sie und sehr viel mehr Zuspruch ernten. Da, ich hatte es ja schon gesagt, der freie Diskurs ist der größte Feind der Woken. Und wenn sie jetzt quasi zurückgedrängt werden, wenn die Kritiker der Woken immer stärker werden, wie du jetzt beispielsweise, dann müssen sie da anders vorgehen. Und wir haben jetzt bei Shuyoka gesehen, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung schon sich mit ihr solidarisiert hat, dass linke und grüne Bundestagsabgeordnete sich mit ihr solidarisieren, dass das als eine antifeministische Hetzkampagne bezeichnet wird, jede Kritik an ihr. Und dass es mittlerweile Artikel im Deutschlandfunk gibt, in den öffentlich-rechtlichen Medien, wo weitere Zensur gegen die Gegner von Shuyoka gefordert wird. Also auf so einer Ebene befinden wir uns hier mittlerweile. Wenn die Woken quasi eine Niederlage erleiden, dann fordern sie Zensur. Und bei Shuyoka, da hat das jetzt in einem Fall KuchenTV geklappt. Und Nemesis, den hatte man ja auch für 48 Stunden gestrikt. Also völlig, völlig ungerechtfertigter DCMA-Strike. Also da hat sie Copyright missbraucht, um ihn striken zu lassen. Aber bei Twitch ist sowas möglich. Also die Woken, die dürfen alles. Was für mich so bei dem Ganzen, wo ich mir die Frage stelle, ist, also merkt man gerade nicht, dass das irrational ist, oder ist das okay? Warum irrational? Naja, weil
das ist ja fair, also für mich ist das irrational. Also für mich klingt das ganze Verhalten nicht rational. Von den Walken, es ist nicht, warum? Ja, weil das Ganze ja überhaupt nicht zu dem Ziel führt, was ja irgendwo letztlich den Leuten hilft. Wer sagt denn, dass es um die Leute geht? Du definierst irgendeine Opfergruppe. Und diese Opfergruppe, das ist jetzt eine Waffe, benutzt du, um zusätzliche politische Macht, um zusätzliche Macht im Diskurs zu akkumulieren, um deine Ideologie durchzudrücken. Und nicht, um jetzt irgendwem aus dieser Opfergruppe konkret zu helfen. Das ist doch völlig nebensächlich. Darum geht es überhaupt nicht. Also geht es da gar nicht um ein Ideal? Doch, um eine bestimmte Ideologie. Und inwieweit einzelne Akteure, der jetzt aus Opportunismus frönen und inwieweit einzelne wirklich daran glauben, dass beispielsweise Geschlecht als Kategorie abgeschafft gehört, dass Ethnie als Geschlecht abgeschafft gehört, also das weiß man natürlich nie. Also von so Woken, da hört man ja auch so richtig absurde Slogans, jedes Land sollte Politik für alle Menschen auf der Welt machen. So, keine Ahnung, Ruanda sollte Politik für die Menschen hier in Deutschland machen, Deutschland sollte Politik für die Menschen irgendwo auf der anderen Seite der Welt machen. Also wirklich so komplett absurdes Zeug. Das hört man von den Brocken. Also wir Deutschen, wir wählen dann eine Regierung, die soll, ich habe jetzt schon mehrfach gehört. Bei Dara, bei einem anderen Walkie, mit dem ich mal geredet hatte, das kannst du dir nicht ausmalen. Und wer das dann nicht befürwortet, der ist dann rechts. Der sagt dann beispielsweise Deutschland zuerst. Also Polotopia hat einfach nur gesagt, die Bundesregierung soll Politik im Sinne der Mehrheit der Menschen in diesem Land machen. Ich meine, die Mehrheit der Deutschen wählt ja auch die Bundesregierung. Und das ist dann rechts, das ist dann nationalistisch, das ist dann, ja. Was soll man dazu noch sagen? Also wenn das Ganze so stattfindet, ist das auf jeden Fall... Weißt du, was ich gerade überlege? Bei der ganzen Geschichte, es geht ja letztlich darum, dass jeder sich irgendwo durchsetzt. Oder so war es ja immer. Also ich sag mal, wenn wir jetzt auch so dieses Naturbeispiel nehmen, ne? Irgendwo Survival of the Fittest, ne? Also nach diesem Prinzip vielleicht, wenn man das jetzt so ein bisschen vielleicht auch benutzen darf. Ich hoffe, ich darf das machen. Vielleicht ist es auch ein schlechtes Beispiel, aber es setzt sich ja am Ende halt immer die Idee durch, die halt letztlich auch so von der Gesellschaft akzeptiert wird. Also die Frage, die ich mir stelle, ist, was ist überhaupt falsch und was ist richtig? Nein. Also es gibt ja kein richtiges Falsch und richtig, oder? Die Idee, die stimmt so nicht. Also wurde der Neoliberalismus, um jetzt mal ein anderes Beispiel zu nennen, wurde der von der Gesellschaft akzeptiert? Nein, die Neoliberalen, die haben sich darauf konzentriert, die Eliten in der Gesellschaft zu überzeugen, die Akademiker, die Kapitalisten vor allem, die davon ja sehr profitiert haben, wenn ihre Steuern gesenkt werden und wenn der Staat verkleinert wird. Und das hat gereicht. Also man hat in den 70er Jahren in der Verwaltung, in den Zentralbanken, in den Wirtschaftsministerien, in den Universitäten systematisch die Keynesianer, die damals noch in der Mehrheit waren, in der Mehrzahl der westlichen Industrieländer, systematisch weggedrängt, dann neoliberal hingesetzt und so den großen Politikwechsel unter Ronald Reagan, Maggie Thatcher, Helmut Kohl vorbereitet. Und der ist dann auch wirklich dynamisch gekommen und keine sozialdemokratische Partei, wenn sie dann von der Bevölkerung gewählt wurde, die SPD in Deutschland, die Sozialisten in Frankreich oder Labour in Großbritannien, als sie dann an der Macht waren, die haben das nicht wieder zurückgenommen. Also der Neoliberalismus wurde eingeführt und die Bevölkerung konnte daran nichts ändern. Es gab keine Möglichkeit für die Bevölkerung, den Neoliberalismus wieder abzuwählen. Also diese Idee, dass sich immer die Interessen der Mehrheit durchsetzen, die ist falsch. Also das ist ein Idealbild der Demokratie, was aber leider nicht der Realität entspricht. Das kann man auch empirisch sehr gut nachweisen. Also im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, ich glaube von 2016 war das, da habe ich auf meinem Erstkanal mal ein Video zu gemacht, da ist empirisch sehr gut gezeigt, dass die Interessen der unteren Hälfte der Bevölkerung fast keinen Einfluss auf die Politik haben, die der unteren 90% nur einen sehr geringen, also ein bisschen war da schon vorhanden, die der oberen 10% einen sehr, sehr starken. Und die oberen 0,1%, die oberen 1%, die waren da leider nicht explizit aufgeschlüsselt. Also sonst hätte es vielleicht, da hätte es wohl noch viel extremer ausgesehen. Also wir haben eine sehr hohe Korrelation zwischen dem, was die oberen 10% wollen und dem, was die Politik dann tut. Das ist empirisch sehr, sehr gut nachgewiesen. Also das ist auch der Wokismus. Also die denken auch so. Die wollen ja ihre eigene Ideologie vorantreiben. Und da konzentrieren sie sich auch auf die Eliten in der Gesellschaft. Also Hollywood, dieses Woke Capital aus den USA, die politischen Parteien. Der Wokismus ist ja auch vor allem in so einem akademischen Milieu verbreitet, was an den Universitäten ist. Also die Woke-Ideologie, die kommt ja zu einem großen Teil auch von US-Universitäten.
Und das ist, also das sind ja jetzt nicht die Armen in der Gesellschaft, die das vorantreiben. Ja, okay, ich verstehe den Punkt. Ich verstehe den Punkt. Was ich übrigens sehr interessant finde, das muss ich jetzt echt mal fragen, so, wo kommt, also wo ist dein Background eigentlich? Also so, ist das bei dir auch was, was du beruflich machst und das quasi dann auch als Content quasi dann weitermachst, oder ist das so ein was Persönliches so von dir, dass du das Du Ganze, also meinst ist das. jetzt hoffentlich nicht Wokismus, sondern Ne, nein, dass nein, ich nein, oh jetzt Gott, irgendwie. nee, so dein politisches Interesse meine ich natürlich. Also, Ach so, ne, diese. wie gesagt, zu Wokismus, da bin ich dann eigentlich nur gekommen, weil die so Linke und vor allem die Friedensbewegung so dolle angegriffen haben nach Beginn des Ukraine-Krieges. Ich war da früher auch ein bisschen naiv, was die Wokis betraf. Ich fand die einfach nur nervig, aber war nicht der Meinung, dass das jetzt unsere politischen Gegner sind. Mittlerweile sehe ich das genauso. Ich finde die Wokis ähnlich schlimm wie die AfD. Aber ja, mein politisches Interesse, das hat auch was mit meinem Studium zu tun. Ich studiere VWL-Politik. Cool. Was machst du beruflich? Ingenieur. So, da hast du ja eher nicht so mit Politik zu tun. Ja, ich muss auch sagen, so generell About the Fruit ist ja auch, beschäftigt sich halt weniger mit Politik tatsächlich, sondern mehr mit, also mit dieser Art von Politik. Aber ich habe jetzt, ich würde jetzt nicht behaupten, ich habe jetzt ein großartiges Politikverständnis, aber ich gehe halt mehr so in die Gesellschaftskritik rein. Also ich beschäftige mich mehr mit einzelnen Personen, mit Debatten, Umgang miteinander, was ist ein richtiger, was ist ein falscher Umgang, was ist förderlich für den Umgang miteinander. Also ich gehe so eher in die Richtung. Na, Ja, also das wie ist auf der wichtig, Na das ist wichtig. ja, irgendwo trifft sich das ja auch wieder zusammen, gell? Aber so insgesamt muss ich auch ganz ehrlich sagen, so ich bin auch sehr weit weg davon, dass ich jetzt so wirklich ein politisches Statement geben könnte oder so jemanden Politik erklären könnte. Also das könnte ich tatsächlich gar nicht. Also noch nicht. Wer weiß, ob das irgendwann mal anders ist. Aber Aber ich finde es ja. sehr random, das hast du gut gemacht, die Debatte. Dankeschön. Also, ja, du argumentierst uni. Also, das gibt dir, glaube ich, auch schon in der Ansicht der meisten Menschen, also auch in dem Gespräch mit Dara, schon einen großen Vorteil. Du argumentierst universalistisch und viele Menschen denken universalistisch. Die Walken, die argumentieren tribalistisch. Also, sie machen es nicht ganz so offen. Da musst du schon ein paar Mal nachfragen, damit sie das dann schließlich offenbaren. Die sagen beispielsweise, die Hetze gegen Shuyoka ist ganz, ganz schlimm, aber der Äqualist und Lucy, das geht voll fit. Ja. Wenn du das dann Ja, aufzeigst, okay. wieso geht das eine, wieso das andere, da kommen moralische Vorwürfe gegen den Äqualisten und Lucy, meistens erstunken und erlogen sind, aber die ehrliche Antwort, die gehören nicht zu unserem Team, Shuyoka schon. Also, das Weil ist sie halt sehr. quasi zu diesem Tribal gehört, na, sie ist Teil der Clique sozusagen. Ja, und das muss man bei dieser Ideologie verstehen und das muss man auch immer wieder ja, so offen ansprechen. Also, dass das eben nicht ein Denkfehler von ihnen ist, sondern dass das Absicht ist, dass das genau so gewollt ist, dass sie eben nicht universelle Werte sind, sondern dass sie gewinnen, also dass ihr politisches Lager sich letztlich durchsetzen soll. Und deswegen muss man auch diese Ideologie als Ganzes kritisieren und nicht nur einzelne Methoden oder einzelne Akteure. An denen kann man es dann aufzeigen. Aber die Kritik, die muss viel, viel grundsätzlicher sein. Schon dieses identitäre Unterteilen der Gesellschaft in Täter- und Opfergruppen. Also das bringt absolut nichts. Also stell dir mal vor, du untersuchst die Gesellschaft jetzt statistisch und stellst dann irgendeine Ungleichheit fest. Also keine Ahnung, ich denke mir jetzt mal irgendwas aus. Also Leute mit grünen Augen, die sind häufiger im Gefängnis als Leute mit blauen Augen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber nehmen wir das mal. Die sind dann Einfach ein häufiger. Raid. Entschuldigung. Genau, vielen Dank. Ich bin zwar nicht getroffen, aber wer hat So, uns denn geradet? MH Creator hat geradet. So, Kennst du ach auch schon so. MH Creators? Kennst du Ich schon? habe eine gefolgt, aber ich habe noch nie reingeschaut. Vielleicht muss Ja, ich auch. mit dem auch mal reden. Dann lernt man die Menschen ja am besten kennen, als wenn er einfach nur kurz reinschaut. Der schien, wenn ich die Titel seiner Videos gesehen habe, bisher relativ basiert zu sein. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht in den Stream reingeschaut. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht rausbringen. Wir waren bei, wie gesagt, diese gesamte Ideologie, die muss kritisiert werden. Wir müssen nicht nur, also an einzelnen Akteuren, da kann man das aufzeigen, an die Kritik von links, die muss viel, viel grundsätzlicher sein. Schon dieses Unterteilen der Gesellschaft in Täter- und Opfergruppen, schon das ist unsinnig. Sagen wir jetzt mal eine Menschengruppe, wie gesagt, Menschen mit grünen Augen sitzen häufiger im Gefängnis als Menschen mit blauen Augen. Wie gesagt, denke ich mir jetzt aus, keine Ahnung, ob das stimmt. Ist, Ist wie das ein gesagt, Beispiel halt, zum oder? Beispiel. Kann ich daraus jetzt schließen, dass Menschen mit grünen Augen in der Gesellschaft diskriminiert werden?
brauche ich jetzt eine Quote für Blauäugige, dass die häufiger im Gefängnis sind? Oder dass sie höhere Strafmaß kriegen, was das ja letztlich heißen würde? Dass die Polizei die häufiger kontrollieren würde? Eigentlich ja, laut Walker-Logik. Jede Ungleichheit identitärer Art ist ja Diskriminierung. So argumentieren ja die Walken. Also so ist immer das sachliche Argument, wenn man fragt, hey, woran nimmst du, dass die Gruppe diskriminiert wird? Ja, Frauen verdienen viel weniger als Männer. Ja, Frauen kriegen ein Kind. Dadurch lässt sich der gesamte Gender Pay Gap erklären. Und Frauen übernehmen dann meistens die Kindererziehung. Es ist keine Diskriminierung. Das liegt einfach daran, dass wir biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen haben. Und dann, wie gesagt, aber die Walken, die haben diese Ideologie, das Geschlecht darf als Kategorie keine Rolle spielen. Deswegen ist jede Ungleichheit, die wir in der Gesellschaft irgendwie sehen, die sich identitär messen lässt, jede Ungleichheit ist automatisch Diskriminierung. Und das ist schon ein grundsätzlicher Gedankengang, den wir verwerfen müssen. Wir brauchen eine vernünftige materialistische Analyse und nicht dieses moralistische, idealistische Herangehen. Oh ja, das ist interessant, ja, gerade dieses Moralistische, was du ansprichst, weil das habe ich halt auch gemerkt, die moralisieren ja ganz extrem. Das habe ich auch bei Dara gemerkt, was der, also er versucht da auch ständig alles zu moralisieren. Also jede Aussage, die auch ich getätigt habe, wurde quasi immer moralisch geprüft. Ne? Das war so dieses Messinstrument, was er letztlich benutzt hat. So eine Art Moralzähler. Und alles, was gesagt wurde, wurde immer moralisch bewertet. Ja, und jetzt musst du noch grundsätzlich bedenken, du bist automatisch böse. Jetzt muss man das nur noch nachweisen. Ja. Also jetzt ist es gar nicht. Ja, das versuchen sie halt die ganze Zeit, das stimmt halt. Ne? Deswegen versuchen die mich auch immer wieder in solchen Fallen reinzuwerfen, also so diese Fallen zu stellen, was jetzt Dara halt letztlich auch irgendwo geschafft hat, glaube ich. Aber ich denke, weil wir halt aber auch mit einem komplett anderen Anspruch ins Gespräch gegangen sind, also während es ihm halt darum ging, ständig einen Punkt zu finden, für sich selber eine Bestätigung zu kriegen, für seine eigene Annahme möglicherweise, ging es mir halt zu keinem Zeitpunkt darum. Und das war mir wahrscheinlich letztlich auch das Verhängnis. Ja, was heißt Verhängnis? Wie gesagt, du hast, glaube ich, aus Sicht der meisten Menschen gar nicht verloren. Und außer vielleicht im letzten Punkt, da sah Dara dann sehr gut aus und da hat das Gespräch gleich beendet. Denn um jetzt vielleicht nochmal inhaltlich auf das Gespräch hier Kurs zu nehmen, schaut es euch an, wenn euch das interessiert, aber darum, da hatte Dara ja mich gefragt, wenn du grundsätzlich gegen Gewalt seist, ob du gegen die Polizei seist. Das ist natürlich nicht so schlau, denn schon diese Position grundsätzlich gegen Gewalt. Staaten basieren auf Gewalt. Also Staaten basieren ja darauf, dass sie ein Gewaltmonopol haben. Also kann man damit, deswegen bin ich auch immer vorsichtig bei so pauschalen Formulierungen. Ja, da hat man mich halt leider gekriegt. Aber ich hatte halt auch gar nicht die Chance, jetzt darauf eine Antwort zu geben, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nicht so, dass ich mit einer Antwort auf diese Frage so in meinem Rucksack rumlaufe. Ja, und da hat er mich halt letztlich, also ich habe halt zu schnell geantwortet und dann letztlich war halt das der Punkt. Du hättest aber gesagt, klar, ich bin gegen Selbstjustiz, gegen Gewalt von Privaten. Ich bin dafür, dass es halt ein Gewaltmonopol gibt. Ja, und das wäre natürlich optimal gewesen. Also das ist ja beim Staat so, dass man das möglichst so kontrolliert, dass die Polizei, also dass das möglichst unter demokratischer Kontrolle läuft, dass die Polizei so wenig Gewalt wie möglich anwendet. Gäbe es da auch andere mit, also gibt es da auch noch andere Modelle, sag ich mal? Also jetzt, wenn wir jetzt so die Selbstjustiz haben, wir haben jetzt quasi diese Staatsgewalt, gäbe es auch noch andere Möglichkeiten, außer diese zwei? Meiner Meinung nach nicht. Aber da müsstest du dir wahrscheinlich einen Kommunisten oder einen Anarchisten in Talk holen. Der könnte dir mit dir dann über andere Modelle. Also Fabian Lehr oder Morph mit Meinung, das sind zwei, die hatte ich schon mal auf meinem Kanal. Der eine ist ein Kommunist, der andere ist ein Anarchist. Ich glaube, die könntest du zu dir mal auf den Kanal einladen. Mit denen könntest du dann über das Thema debattieren, aber ich habe da leider keine Gegenrede zu bieten, da ich das, wie gesagt, mit dem Gewaltmonopol, das halt nach rechtsstaatlichen Grundsätzen funktioniert, ganz positiv sehe. Gäbe es da Möglichkeiten, um Missbrauch vielleicht zu reduzieren? Weil das ist ja schon auch teilweise etwas, was halt schon vorkommt. Ein Rechtsstaat, liberale Polizeigesetze, also Gesetze, die Polizei einschränken, die verhindern, dass die Polizei Daten sammeln kann, die es sehr stark einschränken, dass die Polizei Leute festnehmen kann, die das alles unter sehr, sehr strenge Kontrolle setzen. Und das wurde in den letzten Jahren immer weiter verschärft. Also wir sehen seit 9/11 einen kontinuierlichen Ausbau des Überwachungsstaates, kontinuierlichen Ausbau der Befugnisse von Sicherheitsbehörden, Geheimdiensten wie von Polizei. Das ist sehr, sehr problematisch, was wir da in den letzten 20 Jahren gesehen haben.
Okay, also eigentlich mehr Kontrolle, kann man jetzt so im Fazit sagen. Das Ganze kontrollieren. Ja, dagegen sollten wir als Linke natürlich auch eher sein. Also wie gesagt, unser Rechtsstaat, der hat ja früher mit lascheren Polizeigesetzen nicht schlechter funktioniert. Also dieser Terrorismus, den nimmt man dann immer als großen Vorwand, um dann eigentlich andere Ziele verfolgen zu können, um dann ja mehr Repression ausüben zu können gegen Oppositionelle, wenn man es dann bei Bedarf braucht. Also beispielsweise die Kategorie des Gefährders, um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, die ist völlig irrsinnig. Das sind Leute, die haben sich keine Straftaten zu Schulden kommen lassen. Die werden vom Staat nur als gefährlich eingestuft. Also sowas darf ein liberaler Rechtsstaat nicht machen. Einfach zu sagen, der hat jetzt eine extreme Auffassung, keine Ahnung, der ist rechtsradikal, linksradikal, islamistisch, wirklich radikal, was auch immer. Und dann ist der jetzt ein Gefährder. Sowas darf ein liberaler Staat eigentlich nicht machen. Du darfst nur sagen, okay, der plant vielleicht jetzt konkret eine Straftat, dann können wir da Schritte unternehmen, dass er die Straftat nicht ausführt. Oder der hat eine Straftat ausgeführt, dann können wir ihn jetzt bestrafen. Aber nicht, der hat irgendwie eine falsche Gesinnung. Also Gefährdung, also der ist ein Gefährder, ist ja schon so de facto ein Gesinnungsstraftatbestand. Und sowas sollte es im Rechtsstaat meiner Meinung nach beispielsweise überhaupt nicht geben. Ja, aber dafür haben wir dann quasi unsere Juristik auch, oder die das ja irgendwo auch dann... In Deutschland haben wir noch diese Besonderheit, dass wir einen Verfassungsschutz haben. Das ist ein Geheimdienst, den es in der Form in wenigen anderen Ländern so gibt, dass in historischen Sondersituationen entstanden, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Obwohl, ich erkläre es, glaube ich. Damals hatten wir die Organisation GEL, das war der Auslandsgeheimdienst, teils auch Inlandsgeheimdienst, der unter Kontrolle der Amerikaner stand. Geleitet wurde die von Reinhard Gehlen, das war ein ehemaliger Nazi, der dann für die USA Spionagearbeit auch in der ehemaligen damaligen Sowjetunion gemacht hat. Und das war mehr oder weniger der deutsche Geheimdienst, den wir damals hatten. Der wurde dann später in BND umgenannt. Also Organisation GEL, Mitte der 50er Jahre, hieß die dann plötzlich Bundesnachrichtendienst BND. Also die Entnazifizierung bestand in vielen Behörden in Westdeutschland einfach darin, dass man dann den Namen geändert hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hat das Bundeskanzleramt gesagt, nee, da brauchen wir jetzt ein Gegengewicht. Wir führen jetzt einen Verfassungsschutz an, der unter unserer Kontrolle steht. Die Engländer und die Franzosen, also gehörten ja mit zu den Siegermächten damals, die waren da ganz positiv gegenüber gestimmt, da sie halt den Einfluss der USA in Deutschland nicht zu groß wollten werden lassen. Denn es gab ja den westdeutschen Geheimdienst, über den die USA dann letztlich die Hand hatten über die Organisation GELEN. Deswegen ist es der Bundesrepublik dann gelungen, quasi den Verfassungsschutz dagegen zu setzen. Und ja, heute haben wir ja diese Situation nicht mehr, dass wir einen Auslandsgeheimdienst haben, der eine Unterorganisation der CIA ist. Also das ist der BND ja nicht mehr. Der ist ja ein ganz normaler Auslandsgeheimdienst. Deswegen ist auch der Verfassungsschutz. Also seit den 60er, 70er Jahren gibt es keine Existenzberechtigung mehr für den Verfassungsschutz. Der gehört abgeschafft. Das ist ein potenzielles Repressionsinstrument, was die Regierung gegen Oppositionelle nutzen kann und was sie teils auch schon macht. Also die junge Welt beispielsweise, die wird vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft. Also okay, das sind Kommunisten, da kannst du jetzt sagen, inhaltlich will ich mich jetzt nicht inhaltlich zu äußern, aber warum macht der Verfassungsschutz sowas? Um den mit Finanzierungsquellen zu entziehen, um die zurückzudrängen. Er nimmt also aktiv Einfluss auf den politischen Diskurs. Auf eine Zeitung, die nichts weiter macht, als eine abseitige Meinung zu verbreiten. Genau das Gleiche passiert natürlich auch auf der rechten Seite. Also junge Welt hatte ich jetzt nur als ein Beispiel genommen. Und sowas ist etwas, was für eine Demokratie gefährlich ist, weil so ein Instrument natürlich auch missbraucht werden kann. Wie gesagt, ich würde sagen, wenn eine Zeitung, die nichts anderes macht, als ihre Meinung zu verbreiten, in völlig friedlicher Form, wenn die da eingestuft und somit zurückgedrängt wird und beobachtet wird, dann ist das schon ein unzulässiger Eingriff an die Meinungsfreiheit, meiner Meinung nach. Aber was wäre jetzt die Lösung hierfür? Verfassungsschutz abschaffen. Ehrlich? Weiß ich nicht. Ersatzlos. Meinst du, das echt gut? Ja. Ich habe dir gerade die historische Sondersituation erklärt, in der entstanden ist. Dafür gibt es heute keine Rechtfertigung mehr. Also wir haben eine Polizei, die geht gegen Organisationen vor, die, keine Ahnung, Sprengstoff bunkern, Terroranschläge planen oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen wollen. Das ist ja alles verboten. Also wenn du das machst, dann wirst du festgenommen, kommst ins Gefängnis oder dir wird deine politische Arbeit mindestens untersagt. Also das geht in Deutschland ja schon. Wir haben schon genug Repressionsinstrumente gegen Leute, die eine aggressiv-kämpferische Haltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung haben. Aber wir brauchen dann nicht noch eine Behörde, die dem Innenministerium unterstellt. Und genau das ist der Verfassungsschutz. Der ist ein Organ, der ausführt, was die Innenministerin sagt. Also wenn Nancy Faeser sagt, beobachte den mal, und der Verfassungsschutzpräsident das nicht macht, dann wird er entlassen. Der neue Verfassungsschutzpräsident macht das dann. Also selbst wenn der Verfassungsschutzpräsident
das eigentlich nicht wollte, also selbst wenn er nicht politisch gebunden wäre und man sieht, dass der Verfassungsschutzpräsident leicht politisch, also dass der auf jeden Fall einen politischen Einschlag hat. Also der hat ja beispielsweise gesagt, nicht nur der Verfassungsschutz sei dafür verantwortlich, dass die Umfragewerte der AfD reduziert werden müssten. Also das ist ja eine klare parteipolitische Verortung. Wir sind gegen die AfD. Sowas darf doch der Chef einer angeblich neutralen Staatsbehörde, die einen riesigen Repressionsapparat hat, die überall V-Leute einsetzen kann, sowas darf der doch nicht machen. Das ist doch ein völlig unverhältnismäßiger Eingriff in den politischen Wettbewerb. Okay, also muss ich ehrlich sagen, ich habe da zu wenig Ahnung. Also ehrlich, ich könnte jetzt hier nicht Ja oder Nein sagen. Ich müsste mich damit echt erst beschäftigen. Aber wenn ich sage, aber ist es dann nicht auch so, dass wenn zum Beispiel der Verfassungsschutz, der kann das ja letztlich auch überprüfen, oder? Also die haben ja keine richtige exekutive Macht. Der kann geheimdienstliche Mittel einsetzen. Der kann Leute ausspionieren und die Infos, ja, wo landen die dann? Bei der Innenministerin letztlich. Die kann die dann nutzen. Also, du kann die Leute jetzt nicht abholen lassen, aber ich würde schon aber sagen. Muss das von irgendwo erst zugelassen werden? Also, das ist, also muss das erst gewisse Instanzen durchgehen, bevor der Verfassungsschutz das überhaupt darf? Du kannst dagegen klagen. Aber halt, ich meine. Wenn jetzt zum Beispiel der Verfassungsschutz solche Mittel in Betracht zieht, also wenn er jetzt eingesetzt wird, müsste das erst richterlich entschieden werden oder ähnliches? Nein. Oder dürfen die sich einschalten, wann die wollen? Du kannst, wenn du beobachtet wirst, dagegen klagen. Aber dazu müsste man es ja erst wissen, oder? Ja, die AfD beispielsweise ist als rechtsextrem eingestuft. Also nicht die ganze AfD, sondern einige Landesverbände der AfD jetzt gesichert rechtsextrem. Die können dann dagegen klagen. Also, wie erfolgreich das dann im Einzelfall ist, muss man dann sehen. Wenn nicht, dann können halt gegen einzelne AfD-Politiker aus diesen Landesverbänden die geheimdienstlichen Mittel eingesetzt werden. Dann können da V-Leute eingeschleust werden. Also dann sitzen V-Leute eventuell in deutschen Landtagen und entscheiden damit, welche politischen Entscheidungen gefällt werden. Also das kann dann sehr, sehr problematisch werden. Also wenn es ganz schief läuft. Also das ist eine Partei, die hat bald, wenn bald Bundestagswahl ist, ein Fünftel bis ein Viertel der Wählerstimmen. Also wenn da dann V-Leute plötzlich im Bundestag sitzen würden, dann wäre das meiner Meinung nach problematisch, wenn die dann über wichtige Dinge mitentscheiden dürften oder auch nur in Landesparlamenten. Das reicht ja schon. Da kann ich jetzt schwer was zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich jetzt auch keine Stellung zu beziehen, da kenne ich mich ehrlicherweise zu wenig mit aus. Ja, weil es um freien Diskurs ging und das gehört halt dazu. Also Leute als rechtsextrem zu diffamieren und da noch einen staatlichen Repressionsapparat hinterzustellen. Und wenn du sagst, der ist rechtsextrem, der will natürlich keiner mehr mit dem Kontakt haben, keiner will da mal was hinspenden. Also dann alleine diese Einstufung als linksextrem und das wird oder rechtsextrem, also das wird bei der Jungen Welt beispielsweise ganz offen gesagt, die dient dazu, um diese Leute zu diskreditieren und ihre Stellung im Diskurs zurückzudrängen, um halt jeden, der da irgendwie Kontakt mit denen hat, in den Verdacht der Kontaktschuld zu bringen. So, auch das ist ja ein Mittel, um den Diskurs in eine gewisse Richtung zu lenken. Ja, es sind halt so Manipulationstaktiken einfach. Kann man auch populistisch dazu sagen, letztlich. Ich mag den Begriff Populismus nicht. Definier mal Populismus. Ja, ich habe jetzt Wie soll man das sonst nennen, wenn ja solche Dinge dann letztlich auch in öffentlichen Medien oder in der Öffentlichkeit stattfinden, wenn man halt gezielt zum Beispiel gegen Leute hetzt, wie jetzt zum Beispiel mit dem Sozialgeld, wo ja dann quasi aufgestachelt wird gegen Leute, also Leute, die arbeiten, fühlen sich quasi von Sozialgeldempfängern bedroht, was natürlich, wenn du mich fragst, ja schwachsinnig ist. Also was kann denn der Sozialgeldempfänger dafür, wenn jemand Am Ende geht es ja darum, dass man menschenwürdig lebt, oder? Ja, das ist jetzt ein abstrakter Wert, aber du kannst es auch noch materialistisch begründen. Also wenn du den Leuten weniger Geld gibst, dann sinkt der Reservationslohn. Also da sinkt der Lohn, zu dem diese Leute bereit wären zu arbeiten. Also dann wären diese Leute, wenn du denen jetzt weniger Hartz IV gibst, bereit, zu einem niedrigeren Lohn zu arbeiten. Das heißt, du stellst damit Niedriglohnempfänger noch schlechter und setzt sie einer härteren Konkurrenz aus. Also du... Ja, genau, das ist, was ich mache. Also genau das wollte ich dir sagen. Also wenn man ja letztlich... Also wenn jemand, der arbeitet, dafür spricht, dass man weniger Sozialgeld kriegen soll, greifen sie doch damit ihr eigenes Gehalt an, oder? Weil letztlich könnte man ja dann sogar den Leuten noch weniger bezahlen. Oder? Ja, ja,
Ja, wie gesagt, es verschlechtert die Situation, die Verhandlungsposition aller Arbeiter, wenn du sie mehr unter Druck setzt, jeden Job annehmen zu müssen. Also Deutschland hat ja mit Hartz IV, das war ein explizites Ziel, Lohndumping betrieben und sich damit Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen europäischen Ländern erschlichen. Deswegen haben wir so hohe Exportüberschüsse gehabt. Deswegen gab es in Deutschland so einen riesigen Exportboom. Deswegen haben wir Leistungsbilanzüberschüsse von in der Spitze 9% 2015 gehabt. Also das war völlig jenseits dessen, was man in einer Währungsunion eigentlich haben sollte. Ja. Ja, aber jetzt ist natürlich meine Frage als About of Fruit, warum fallen die Leute darauf rein? Was ist der Grund, dass dann die Leute dennoch, also dass gerade die Niedriglohnarbeiter am Ende halt wirklich glauben, dass ihnen damit geholfen wird? Weil das ist ja, das interessiert jetzt mich zum Beispiel am allermeisten. Warum fällt man auf sowas rein? Merken die das nicht? Weil die Medien diese Zusammenhänge nicht erklären, beziehungsweise sie absichtlich aufstacheln. Also du hast ja dann bei der Bild so ein Arno Dübel, der wird hochgehoben und der kriegt euer Geld. Guck mal, der hat seit 30 Jahren nicht gearbeitet. Und wenn sich dann die Zahlen anguckt, es gibt in Deutschland 2,6 Millionen Arbeitslose, 1.700 noch was Totalverweigerer unter den Hartz-IV-Empfängern. Also weniger als 2.000 Leute und von diesen Totalverweigerern, da gibt es dann auch noch sehr viele, die sind psychisch krank, also die haben wirklich andere Gründe, als sie wollen das nicht, sondern sie schaffen das einfach nicht. Also du hast ein paar Dutzend, ein paar hundert, wenn es hochkommt, Leute, die wirklich sagen, nee, ich arbeite aus Prinzip hier nicht mit dem Arbeitsamt zusammen, ich habe wirklich keine Lust auf irgendwas. Ein paar hundert von über 2 Millionen Leuten, also 2 Millionen offiziellen Arbeitslosen, also insgesamt Bürgergeld und Grundsicherung im Alterempfänger, das sind ja, glaube ich, über 6 Millionen. Also das ist ja, sind ja noch viel mehr. Die Arbeitslosenzahlen, die werden ja auch schön gerechnet, damit man der Bevölkerung sagen kann, hey, so schlimm sieht's doch gar nicht aus. Aber das ist ja in vielen Ländern so. Also die harmonisierte Quote, die wird sogar noch mehr schön gerechnet als die deutsche Arbeitslosenquote. Ist auch ganz lustig, dass Deutschland da noch weniger schön rechnet und trotzdem die Arbeitslosenquote total verfälscht ist. Also, ja, wenn es eine wirtschaftliche Kennzahl gibt, der man so nicht glauben sollte, dann ist das die Arbeitslosenquote. Und dazu, also wie gesagt, zu dieser sowieso schon schön gerechneten Arbeitslosenquote, haben wir dann laut offiziellen Zahlen nur 800.000 offene Stellen. Also sogar ein bisschen weniger. Also über 200 Millionen Arbeitslose, 800.000 offene Stellen. Also man kann diese Leute gar nicht in Arbeit bringen. Also es gibt in Deutschland keinen Fachkräftemangel, keinen Arbeitskräftemangel, sondern einen Mangel an gut bezahlten Arbeitsstellen. Einen Mangel überhaupt an irgendwelchen Ja, Arbeitsstellen. Und in das so einer finde ich Situation auch zu so. sagen, wir sollten noch mehr Druck auf die Leute ausüben, damit sie Arbeitsstellen annehmen, die es nicht gibt, also das widerspricht jeder makroökonomischen Vernunft. Aber diese Zahlen, die werden in den Medien nicht genannt. Den Leuten erzählt man das nicht. Man erzählt denen, guck mal, der Hartz-IV-Empfänger, der kriegt so viel Geld und weil der Geld kriegt, musst du so viel Steuern zahlen, was auch falsch ist. Denn was viele nicht wissen, der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer, woran bemisst er sich? An der Höhe des Existenzminimums, also an der Höhe des Hartz-IV-Satzes. Wenn du Hartz IV erhöhst, dann sorgst du dafür, dann erhöhst du auch den Freibetrag bei der Einkommensteuer. Ja. Aber was machen wir jetzt damit? Also was könnten wir jetzt tun, um, also was ist das beste Mittel, um die Leute dazu zu motivieren, sich diese Informationen zu holen? Also natürlich könnte man jetzt sagen, ja, wir verändern die Medien, ne, dass die das vielleicht besser vermitteln müssen von mir aus. Aber ich persönlich würde eher sagen, dass man natürlich auch eine gewisse Eigenverantwortung trägt. Und das ist so etwas, was ich ein bisschen interessant finde. Da würde mich tatsächlich sehr deine Meinung interessieren, weil ich habe oft das Gefühl, wir leben zwar in Deutschland in einer Demokratie, wo wir ja eigentlich als Volk ja wählen, oder? Aber irgendwie wirkt das oft so, als ob die Leute, und das merke ich auch oft, wenn man zum Beispiel Politiker kritisiert, dass das so wirkt, als ob man, also als ob Politiker wie so Könige behandelt werden. Also nicht, dass, weil ich habe jetzt das Gefühl, in Deutschland ist es ja eher so, dass wir ja als Gesellschaft eigentlich die Verantwortung tragen und wir entscheiden ja, wenn wir halt nur entsprechend auch was tun. Das heißt, unsere Eigeninitiative entscheidet ja letztlich auch darüber, wie gut es, sage ich mal, in diesem dezentralen Kollektiv läuft. Wenn genug Leute eine Meinung sind, dann kann man das ja auch umsetzen. So, ich habe aber eher das Gefühl, dass bei uns in der Gesellschaft so eine Art von Trägheit herrscht. So, man tut eigentlich, man ist ja, man merkt es ja auch jetzt zum Beispiel, wie leicht man auf sowas reinfällt, wie, ne, so die Arbeitslosen sind zum Beispiel das Problem, weil die Leute es ja einfach nicht besser wissen wollen, wenn du mich auch fragst. So, es ist ja auch ziemlich leicht gesagt. Ja, aber die Medien haben mich nicht besser informiert. Und es ist auch meiner Meinung nach sehr leicht gesagt, zu sagen, ja, die Grünen, na, ist ja jetzt momentan auch so ganz beliebt, die Ampel, die Grünen sind an allem schuld. Aber irgendwie Stimmt ja sehe ich das halt nicht größtenteils. so.
Also beispielsweise Sanktionen gegen Russland. Die haben ja durch den Preisschock, den sie ausgelöst haben an den Rohstoffmärkten, die Reallöhne 2022 um 4% einbrechen lassen. Also daran ist ja die Ampelkoalition mit Schuld. Sie hat das auf EU-Ebene ja vorangetrieben und mit beschlossen. Ja, okay. Ja, okay. Ist ein Punkt, aber ich meine, Parteien machen ja generell wahrscheinlich auch, werden wahrscheinlich immer Fehler machen, oder? Das ist kein Fehler. Das ist ein bewusster Schaden, der in Kauf genommen wird, um den geopolitischen Konkurrenten Russland zu schwächen. Und diese Schwächung, die ist meiner Meinung nach nicht in europäischem Interesse, erst recht nicht im Interesse von der Mehrheit der hiesigen Bevölkerung und sollte deswegen auch nicht stattfinden. Also wir sollten die Russland-Sanktionen meiner Meinung nach, und damit sind wir jetzt wieder bei der Wagenknecht-Partei und auch noch bei einem komplett anderen Thema. Lustig, wie wir hier springen. Die sollten meiner Meinung nach komplett gestrichen werden. Was denkst du darüber? Also nochmal konkret, was soll gestrichen werden? Die Russland-Sanktionen. Stattdessen was tun? Kompromissfrieden und neue Friedensordnung für ganz Osteuropa mit Russland. Boah, schwierig, ehrlich gesagt. Was würde das für die Ukraine bedeuten? Für die Ukraine, das kann man natürlich nicht konkret sagen, das muss man halt in Verhandlungen ausverhandeln, aber Ukraine hat ja aktuell Verhandlungen mit Putin per Dekret verboten. Das heißt, aktuell ist ja die Ukraine komplett verhandlungsunwillig. Die russischen Forderungen lauten aktuell Entnazifizierung, Demilitarisierung. Die beiden Forderungen sind nicht so wichtig. Die waren auch bei den letzten Friedensverhandlungen, die es in Istanbul gab, relativ schnell vom Tisch. Da hatte man sich relativ schnell geeinigt. Und Neutralität. Das ist die Forderung, über die es am meisten Konflikt gab. Und mittlerweile haben sich die russischen Forderungen etwas erhöht. Damals waren das die drei russischen Friedensforderungen. Heute fordert Russland noch die Anerkennung der territorialen Realitäten. Also die Annexion von vier ostukrainischen Oblasten durch Russland. Und das wäre das maximal Schlimme, was der Ukraine in Friedensverhandlungen passieren könnte. Also du würdest nicht sagen, also meinst du, man sollte das quasi politisch trennen, wie eine Ukraine, wie ein Russland zum Beispiel mit politischen Gegnern umgeht? Also Was sollte hat man das da damit zu quasi, tun? weil ich, also ich habe das jetzt so wahrgenommen, dass natürlich auch diese Sanktionen gegenüber Russland ja irgendwo ja auch eine Art von Widerstand sind, um Nein. sich, oder? Nicht, Nein. okay. Nein. Also Russland hat mit dem Ukraine-Krieg das Monopol des Westens auf Angriffskriege in Frage gestellt. Also der Westen ist ja in der Vergangenheit auch überall einmarschiert: Libyen, Afghanistan, Irak, Serbien. Also der Westen hat sich ja nie darum geschert, wenn irgendwo ein Land angegriffen wurde, aber der Westen wollte halt ein Monopol darauf. Er wollte der einzige, ja, Großraum sein, der andere Länder zur Raison bringen kann. Und Russland hat dieses Monopol nun in Frage gestellt und sich damit aggressiv gegen den Westen positioniert. Das will der Westen, ja, damit will der Westen Russland jetzt zurückdrängen, Russland wirtschaftlich schwächen, deswegen dieser Wirtschaftskrieg. Aber das ist ja größtenteils gescheitert. Ah, wie Russland mit politischen Gegnern umgeht, das ist doch dem Westen relativ egal. Ukrainische Haft, da ist vor kurzem ein amerikanischer Journalist verstorben. Gonzalo Lira hieß der. Also, der wurde verhaftet, weil er halt den westlichen Einfluss auf die ukrainische Regierung sowie die Kompromissunwilligkeit der ukrainischen Regierung kritisiert hat. Also ein Journalist, der einfach nur seine Arbeit gemacht hat, der nicht mal aus der Ukraine kam, sondern aus den USA, der da vorher schon hingezogen war, also der da lebte als US-amerikanischer Journalist, der dann da in diesen Krieg mit reingezogen wurde und dann einfach seine Arbeit gemacht hat, der wurde festgenommen, Untersuchungshaft gesetzt und der ist jetzt tot. Lungenentzündung gestorben. Und Lungenentzündung ist ja nichts, woran du eigentlich stirbst. Also in der Ukraine, da werden politische Gegner auch eingesperrt und umgebracht. Die Ukraine brüstet sich mit Morden an politischen Gegnern im Ausland. Also die ukrainische Regierung, so aus dem ukrainischen Sicherheitsapparat, die Regierung sagt, diese Listen seien nicht von ihr, aber da existieren Listen von Leuten, die man doch bitte töten solle. Also Todeslisten. Das gibt es alles in der Ukraine. In der Ukraine wird Kritik an der Regierung mit 15 Jahren Haft geahndet. Also um Meinungsfreiheit, um Werte, um all das geht es da nicht. Es geht um Macht. Es geht immer um Macht. Also es geht da nicht darum, welche Moral sich durchsetzt oder sonst irgendeinen Unsinn. Aber ja, okay. Aber das ist ja auch nicht gut. Also, das ist halt auch genau so eine Thematik, da kann ich echt nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt. Halt nicht, weil ich jetzt mich damit nicht befassen will, sondern weil ich mich damit einfach noch nicht beschäftigt habe.
Also ich könnte jetzt eigentlich nur eine falsche Antwort bringen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Okay. Sorry, ich hatte ja hier gerade eine Fliege in meiner Tasse. Alles gut, ich sehe sie. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich glaube, die wollte was trinken. Ja, ich glaube auch. Ich setze mal wieder. Jetzt will die nicht von meiner Hand runter. Aber ich würde sagen, damit es irgendwie doch in den About a Fruit Stream reinpasst, weil wenn ich schon darauf keine Antwort geben kann, wäre vielleicht für mich die interessante Antwort, wie gehen wir mit Daten um? Also wenn wir jetzt vielleicht bei dieser Thematik bleiben, weil ich habe das Gefühl, dass, und da nehme ich jetzt möglicherweise mich selber als Referenz, wenn man jetzt zum Beispiel nicht weiß, wie man richtig handeln soll, oder nicht richtig handeln, sondern wenn ich nicht weiß, was da genau passiert zum Beispiel. Also diese politischen Sachen, weil einerseits heißt es ja, dass es richtig was getan wird, auf der anderen Seite kommt, es ist falsch. Aber eigentlich habe ich da wieder so ein bisschen diese Befürchtung, da geht es auch wieder in Richtung dessen, wie Leute sich quasi gegen die Sozialempfänger aussprechen. Also dass man im Prinzip letztlich keine Ahnung hat und natürlich diese Unahnung ist ja auch hier irgendwo gerade bei mir vorhanden. Also letztlich kann ich jetzt kein Statement drauf geben, weil ich mich jetzt weder pro oder contra aussprechen will. Weil ich es nicht kann. Bei Konflikten, wo ich mich nicht so mit beschäftigt habe, da würde ich einfach sagen, ich bin erstmal für den Frieden. Also ich bin dafür, dass es möglichst Verhandlungen gibt, dass möglichst ein Kompromiss angestrebt wird. Selbst wenn ich mich mit dem Konflikt noch nicht viel beschäftigt habe. Und mit dem Ukraine-Krieg habe ich mich jetzt ein bisschen beschäftigt. Da kann ich auch ziemlich gut begründen, warum ein Frieden realistisch möglich wäre. Und warum vieles, was da in den Medien erzählt wird, so ziemlich einen ziemlich antirussischen Einschlag hat und sehr kriegshetzerisch ist, meiner Meinung nach. Da habe ich auf meinem Erstkanal auch schon Videos zu gemacht, das brauche ich jetzt nicht genauer ausführen. Also kann sich ja jeder ansehen. Hatte ich zuletzt ein sehr langes Video, wo ich auch so wirklich ziemlich komische Pläne von so einem deutschen Think Tank kritisiert hat. Da hatte ich ein ziemlich langes Video zu dieser Argumentation gemacht. Aber ich würde sagen, erstmal immer für den Frieden sein. Ich meine, du sagst ja auch, du bist grundsätzlich gegen Gewalt. Und was ist denn eine extremere Form von politischer Gewalt als Krieg? Ja, klar. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mir wünsche, dass es irgendwann nicht mehr nötig sein wird. Aber das geht halt nur über das, dass wir Menschen uns halt auch irgendwie intellektuell weiterentwickeln. Also ich finde es halt interessant, weil einerseits klar, wir können darüber reden, was momentan passiert. Aber interessant finde ich halt dabei viel mehr, warum wir das überhaupt tun. Klar, jetzt könnte man sagen, Gier, Macht, ne, die ganzen Punkte, und natürlich wird das auch stimmen. Aber am Ende scheitern wir ja eigentlich an dem Wissen, oder? Warum wir? Also es gibt Staaten und die haben Interessen. Und ich bin der Meinung, dass man einen Ausgleich zwischen diesen Interessen halt möglichst friedlich erreichen sollte und nicht durch Krieg. Ja, aber jetzt haben wir ja gerade das Problem, dass es ja einfach Menschen, jetzt zum Beispiel in Deutschland gibt, die ja irgendwie nicht ein und dieselbe Meinung teilen. Also nicht mal nur, dass sie sich die ein und dieselbe Meinung teilen, sondern dass wir unterschiedliche Fakten haben. Also es gibt die Leute, die sagen, ja, nee, so wie wir das sehen, ist es richtig. Dann gibt es andere, die sagen, nee, ihr seht das falsch. Jetzt ist nur die Frage, woher weißt du jetzt? Weil da sind wir genau wieder bei dem Punkt der Wokies, wo am Ende geht's ja wieder in diese tribalistische Richtung, dass man sagt, ich muss mich ja fast für jemanden bekennen. Sofern ich es nicht selber weiß. Das ist ja wie beim Arzt. Ich bin kein Mediziner, also vertraue ich halt dem Arzt, weil ich halt weiß, er kann es. So letztlich ist es jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man jetzt sagt, da sind mehrere Experten, aber die Experten widersprechen sich ja untereinander. Wie kann ich jetzt als Laie, und das ist das, was mich interessiert, wie kann ich als Laie jetzt wissen, wer von den Experten redet jetzt die Wahrheit? Wer ist da auf dem richtigen Weg? Ne, ich kann halt gucken, ob die Argumente in sich logisch sind. Wenn beispielsweise ein Experte sagt, Russland, das ist so stark, so mächtig, das ist so gut bewaffnet, dass es uns in ein paar Jahren überfallen wird, dass es die Ukraine vernichten könnte. Und Putin, der ist komplett irre geworden, der würde auch auf jeden Fall die NATO angreifen, wenn er in der Ukraine Erfolg hat. Die gleichen Experten, die sagen dann aber auf den Einwand, Moment mal, wenn Putin komplett irre geworden ist, wie kann es, also wenn wir der Ukraine Waffen liefern, ist dann nicht die Wahrscheinlichkeit, dass er überreagiert und Atomwaffen einsetzt, viel, viel höher? Und wenn der jetzt wirklich irre geworden sein sollte, wie gesagt, ich halte das für Kriegspropaganda, aber wenn das stimmen sollte, dann ist dann die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation nicht viel, viel höher, wenn wir auch eskalieren?
Also das ist ja ein Widerspruch. Also es ist ja ein offensichtlicher Widerspruch. Entweder er ist irre und man sollte alles tun, um ihn zu besänftigen, oder er ist rational, dann kann man offensichtlich mit ihm verhandeln. Also egal, wie du argumentierst. Also diese Kriegspropaganda ergibt in sich keinen Sinn. Also von dieser Position, der ist irre geworden. Also wie gesagt, typische Kriegspropaganda, aber selbst von dieser Position aus zu argumentieren, daraus ergibt sich nicht, dass wir noch weiter eskalieren sollten. Also wie gesagt, solche logischen Widersprüche. Und dann kannst du gucken, woher kommen die Experten? Sind das wirklich Experten? Von wem werden die bezahlt? Also du hast es ja bei zahlreichen Experten, dass sie in irgendwelchen transatlantischen Thinktanks sitzen. Also das, da ist dann ziemlich klar, wessen Interessen die vertreten. Zum Beispiel die DGAP. Das ist ein Thinktank, der wurde in Kooperation von Chatham House und dem Council on Foreign Relations gegründet. Also das sind zwei, ein britischer und ein amerikanischer Thinktank. Denen geht es darum, die geistliche Hegemonie auf der gesamten Welt durchzusetzen. Denen geht es darum, die unipolare Weltordnung zu erhalten. Und in welchem Sinne werden dann Experten argumentieren, die daher kommen? Und wie gesagt, stimmt das, was die Experten sagen, mit deinen Werten überein? Also beispielsweise, wie gesagt, ich bin konsequent für Frieden. Ein Experte, der zu Krieg aufruft und mir erklären will, dass Frieden niemals möglich ist mit diesem Gegner und wir ihn erst besiegen müssen, bin ich erstmal grundsätzlich skeptisch. Also, aber den Krieg hat ja Putin angefangen, oder? Also müsste ich ja ihm, also müsste ich ja Russland gegenüber kritisch sein. Ja, bin ich ja auch. Das ändert ja nichts an dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, nee, ich wollte zusammenfassen. Also ja, ich wollte damit nur sagen, ich folge soweit ja auch mit dir. Klar, man müsste am Ende geht es ja auch darum, die eigenen Werte. So in dem Sinne hat ja Russland auf jeden Fall die falsche Entscheidung getroffen, hat das moralisch das, was ich halt nicht vertrete, quasi, er hat dem widersprochen, meinem moralischen Anspruch. Ja, aber dafür müssen ja jetzt nicht hunderttausende Menschen sterben, jedes Jahr. Weiter. Nee, gar kein also, Mensch sollte sterben. Ja, gar kein. Aber was machst du jetzt, wenn jemand sagt, ich höre nicht auf? Ja, das ist ja nicht die Realität. Russland war im Frühjahr 2022 bereit, ein Friedensabkommen, hatte ich ja schon gesagt, zuzustimmen, das einen kompletten Rückzug der russischen Truppen hinter die Linien des 24. Februar vorsah. Also Russland war bereit, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen. Also diese Invasion komplett zu beenden gegen eine Neutralität der Ukraine. Das ist die wichtigste russische Forderung. Wie gesagt, Entmilitarisierung und Denazifizierung, das sind so zwei rhetorische Floskeln, die braucht man, um der russischen Bevölkerung diese Invasion irgendwie verkaufen zu können. Aber das Wichtigste ist Neutralität. Das Wichtigste ist, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied wird, dass da keine westlichen Truppen auf ukrainischem Staatsgebiet stationiert sind. Und das ist ja der Fall. Da sind ja britische und amerikanische Special Forces. Also das ist etwas, was Russland verhindern will. Russland will eine militärische Neutralität der Ukraine. Warum? Weil Russland sich von der NATO bedroht sieht. Genauso wie die NATO sich von Russland bedroht sieht. Wie gesagt, Staaten geht es um Macht. Und wenn ein anderer Staat mächtiger wird, dann sieht der jeweils andere Staat das als Bedrohung für sich selbst. Chat schreibt noch gerade ganz schön uninformiert, der About of Fruit. Einziges Highlight ist der Gast direkt gefolgt. Ja, also. Du darfst nicht so ordentlich kritische Kommentare vorlesen. Du nimmst diese Kritik, auch habe ich auf Hadara gesehen, immer viel zu ernst. Ja. Naja, das hat aber bei mir auch irgendwo einen Grund, weil ich halt denke, gerade durch Kritik wächst man natürlich auch sehr viel. Kritik lässt ja auch Menschen wachsen, positiv wie auch negativ natürlich. Und man versucht immer so eine Art von Balance zu halten zwischen guter und schlechter Kritik. Wenn es zu viel Gute ist, ist das, glaube ich, nicht gesund. Zu viel Schlecht ist auch nicht gesund. Aber du zeigst das immer so stark öffentlich. Ich meine, ich lese mir natürlich auch kritische Kommentare durch und gehe darauf ein, aber du auch so gegen Dara. Du hast ja nicht wirklich verloren, die Diskussion. Also der letzte Punkt, der war halt ein bisschen undurchdacht von dir, aber sonst, wie gesagt, du hast universalistisch argumentiert, eher tribalistisch. Es war einfach nur ein Wertekonflikt. Das war kein... Du hast jetzt die besseren Argumente, da muss jetzt jeder entscheiden, was er selbst denkt. Und die meisten Menschen werden tendenziell eher auf deiner Seite sein. Ja, hoffen wir es mal. Mal gucken jetzt, wenn ich auch das YouTube-Video veröffentliche, jetzt auch mit dem Gespräch, wie das am Ende aus, also was da jetzt dabei rauskommt, mal abwarten. Ja, so interessant fand ich es gar nicht. Also du warst ja immer sehr vorsichtig. Du bist ja... Deswegen meinte ich ja, dass man diesen Walkies, um jetzt wieder zu dem Thema zurückzukommen, dass man denen wirklich eine klare Kritik ihrer gesamten Ideologie entgegensetzen sollte. Und nicht nur eine Kritik an einzelnen Streamern, an einzelnen Methoden, sondern dass man wirklich dieses gesamte Konstrukt kritisieren sollte.
Weil dann für auch für viele unbeteiligte Dritte klar wird, okay, diese Ideologie, die ist jetzt vielleicht nicht das, was ich mir für diese Gesellschaft wünsche. Ja, also ich bin da auch nicht für deren Ideologie tatsächlich. Die ist einfach viel zu gewaltaffin, viel zu vulgär, sehr primitiv. Das ist halt eine andere politische Strategie. Ja, die aber halt auf ein sehr primatenähnliches Verhalten irgendwie. So, es wirft halt einfach ein sehr primatenähnliches Bild irgendwo. Also laut Karl Schmidt ist das der Kern, ist das das Wesen des Politischen, die Unterscheidung von Freund und Feind. Alles andere kommt danach. Bin ich demnach unpolitisch, wenn ich das nicht mache? Na, du hast ein anderes Politikverständnis vielleicht auch einfach nur. Oder ja. Vielleicht machst du es ja de facto und kriegst, also okay, bei dir sage ich das jetzt mal nicht. Also man sieht ja, wie viele Leute sagen, ich gehöre keinem Lager an. Oder ich habe keine Ideologie oder so, häufig Unsinn. Und die Leute gehören dann sehr klar einem Lager an, haben dann sehr klar eine Ideologie. Sie sagen nur, sie ordnen sich da nicht zu, aber de facto handeln sie so. Also aber bei dir, du bist ja wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr zurückhaltend. Da müsste man, glaube ich, ein paar Sachen von mir früher anschauen, ja. Da ist das eher nicht so gewesen. Seit 4 Jahren. Also nachdem du mit Gaming aufgehört hast, womit hast du dich dann zuerst beschäftigt? Also da ging es erstmal richtig stark in Richtung Philosophie tatsächlich. Und da ist es aber dann ein bisschen problematisch geworden, weil ich habe halt unterschiedliche Philosophen besprochen gehabt und dann kam ich bei Marx an. Und da hat sich dann halt da hat sich der Chat einfach festgebissen und damals war ich noch viel, viel unerfahrener. Also ich bin jetzt heute auch nicht erfahren, aber da war ich noch unerfahrener. Und das ist halt komplett eskaliert. So nach dieser Marx-Geschichte habe ich auch einfach diese Philosophie-Sache erst einmal, sag ich mal, auf Eis gelegt, weil es immer wieder auf Marx hinausgegangen ist. Also letztlich habe ich einfach gemerkt, so ist dieses Interesse, sag ich mal, sich der Philosophie an sich zu widmen, das war gar nicht wirklich da, sondern das Interessante hierbei ist sogar tatsächlich, die Leute haben sich an Marx festgebissen, weil es dann einfach immer wieder um Politik gegangen ist. Und es war, das ist ja auch immer präsent gewesen. Wieso, was hast du denn zu Marx gesagt? Also, wir haben uns damals darüber ein YouTube-Video angeschaut, wo quasi so eine Zusammenfassung von Marx gemacht wurde, weil ich habe natürlich jetzt nicht vorgehabt, das die Bücher von Marx zu lesen. Also generell hätte ich keinen Bock, im Stream ein Buch vorzulesen. Und mein Fazit war daraufhin einfach nur, dass er halt natürlich zu seiner Zeit, also als Marx gelebt hat und als er das quasi alles verfasst hat, war das natürlich alles sehr interessante Annahmen und auch für seine Zeit. Na, also nicht ohne Grund redet man noch heute über ihn. Das ist halt an sich ist Marx natürlich so als Mensch faszinierend. Aber ich denke halt, die Menschen interpretieren einfach auch viel zu viel rein in Marx. Und darum ist es mir ja nie gegangen. Ja, darum ist es mir nicht gegangen. Das Problem ist halt immer, also das habe ich halt auch bei den Philosophie-Talks gesprochen, es ist halt, man wollte das irgendwie immer politisieren. Also weißt du, was ich meine? So, ich bin ja kein Politikphilosoph. Also ich bin ja kein Philosoph, aber ich bin ja nicht jemand, der sich mit der Philosophie beschäftigt, um daraus quasi politische Schlüsse zu ziehen. Und als ich halt gemerkt habe, genau darum geht es, habe ich es halt irgendwo auch aufgehört. Weil ich muss ehrlich mit dir sagen, ich sehe mich nicht als jemand, der jetzt so Politikstreamer wird. Das wird bei mir nicht passieren. Ja, jetzt bin ich halt voll drin, aber ich, da muss ich jetzt halt gucken, was ich draus mache, ehrlich gesagt. Jetzt musst du die ganzen Rechten durchgehen, jetzt wo du die Aufmerksamkeit hast. Jetzt musst du Schattenmacher, Schlomo alle mal einladen und sich vorstellen lassen. Und dann auch so vorsichtig und abwägend sein wie bei den Brokis. Wäre ich mal gespannt, wie die darauf reagieren. Müsste ich natürlich fairerweise machen, ja. Müsste ich fairerweise machen. Spricht ja auch erstmal nichts dagegen, tatsächlich. Also ich sag jetzt nicht so, dass es. Also ich bin ja nach wie vor immer noch für Diskurs, aber ich habe es ja auch heute nochmal erklärt. Ich würde aber kein Gespräch mehr aufrechthalten, wenn es wieder in diese Richtung gehen würde. So wie das jetzt auch mit Dara oder mit Naitan stattgefunden hat. Ich glaube tatsächlich, die Rechten wären höflicher als die Wokies. Warum ist das eigentlich so?
Ja, weil bei den Rechten halt, weil die Rechten halt eine eher zurückgedrängte Gruppe sind. Die Wokies, die haben ja kulturelle Hegemonie. Also nehmen wir mal einen Martin Sellner. Der mag vielleicht Ideologie haben, die wir beide nicht teilen, aber der ist im direkten Gespräch sehr höflich. Also, weil er es sich nicht leisten kann, rumzuschreien wie ein Neonazi. Also das kann er sich nicht leisten. Also der braucht ja nur bei der Bank aufkreuzen mit seinem Namen und wenn man dann Konto eröffnet, ist es ihm schon wieder gekündigt. Der wird in keine Talkshow eingeladen, jeder YouTube-Kanal wird ihm sofort gesperrt. Also, der hat gar nicht die Möglichkeit, wenn er seine Ideologie irgendwie in der Mitte der Gesellschaft tragen will, dass er dann unhöflich oder ausfallend wird. Also, ich würde sagen, das hat tatsächlich strategische Gründe. Und das hängt natürlich mit dieser Woken-Ideologie an. Die zieht Leute an, die dieses tribalistische Denken wirklich vollständig verinnerlicht haben. Also, die zieht wirklich. Ja, Leute wie Dekadent, wie Dara, wie Naitan, wie Seth, solche Leute zieht diese Woke-Ideologie einfach magisch an anscheinend. Also alle basierteren Linken, die da zwischenzeitlich mal hinkommen, die distanzieren sich ja relativ schnell wieder davon. Also Erwin, der hat das ja nicht mehr ausgehalten, dass ihm die ganze Zeit der Mund verboten wurde oder dass er halt nie, sich nicht für Frieden aussprechen durfte. Was ich daran übrigens sehr interessant finde, ist, ich habe jetzt halt, seit ich mit der ganzen Sache angefangen habe, habe ich teilweise sogar E-Mails bekommen von Zuschauern, die bei Dara oder bei Nathan und so weiter halt einfach Zuschauer sind, die da halt in dieser Bubble sind. Und was ich da gelesen habe, ist halt teilweise echt krass, weil es halt teilweise auch darum ging. Also ich habe Discord-PNs bekommen, ich habe teilweise auf Twitch sag ich schon, auf Twitter und auch auf Twitch tatsächlich und per E-Mail, dass die Leute halt teilweise einfach auch Angst haben, da mehr oder weniger auch sich zu äußern. Also das fand ich schon auch ein bisschen, also ein bisschen Was, traurig irgendwie. obwohl, ich hatte dir gerade, sorry, dass ich dir nur halb zugehört hatte, ich hatte gerade den Brotfunk im Chat gesehen. Die machen gerade ganz miese Eigenwerbung. Betriebene Geschichte ist auch im Chat, aber der ist so freundlich, das nicht zu machen. Nein, Spaß, ihr könnt sowohl Brotfunk als auch geschriebene Geschichte abonnieren. Die Vernünftigen auf Twitch, die müssen wachsen. Vor allem bei geschriebene Geschichte, der macht ja was komplett anderes als die meisten Kanäle. Das ist ja immer Ja. besonders wertvoll. Nee. Dass sie Angst haben, sich zu äußern und sich dann bei dir melden. Warum melden die dann in der Bubble? Habe ich nicht nachgefragt. Ja. Das kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht, weil sie sich dort irgendwie doch noch sicherer fühlen oder weil es für sie vielleicht bisher keinen wirklichen anderen also keinen anderen Fluchtort gab, möglicherweise. Ich weiß nicht, ja, ich kann jetzt wirklich nur mutmaßen. Ich kann jetzt gerade nur mutmaßen. Ich kann dir nur sagen, ich habe halt Nachrichten bekommen, die halt einfach gesagt haben, hey, cool, dass jetzt mal so jemand einfach auch ein bisschen mit einer gemäßigten Art an die Leute rantritt, sich rantraut. Und haben halt da so ein bisschen erzählt, ja, na, ist halt bei uns halt aber hier schwierig, da traut man sich eher nicht, was zu sagen. Ja. Wäre natürlich jetzt auch interessant. Ich habe auch schon echt überlegt zu fragen, ob man das vielleicht, also ob ich das irgendwie öffentlich machen darf, aber ich habe mich jetzt eher dagegen entschieden, weil ich die Leute auch irgendwie nicht in Gefahr bringe. Also, was ist Gefahr, ist nicht das richtige Wort, aber ich will ihnen jetzt nicht ihr Leben noch komplizierter machen. So. Ja, ich finde es aber auch Müssen halt komisch, die dass Leute sie selber sich. entscheiden. Also, das ist halt eine Entscheidung, die müssen sie selber für sich treffen. Aber wieso melden die sich eigentlich bei dir? Das weiß ich nicht. Also, auch das kann ich kann da auch nur mutmaßen. Vielleicht ist das einfach eine Art von. Ich weiß nicht, eine Art von Versuch, einen neuen Weg zu finden. Ich weiß nicht, ich kann jetzt hier wirklich nur mutmaßen. Ich kann dir nur sagen, dass das halt jetzt auch in letzter Zeit immer wieder vermehrt passiert, dass ich eigentlich einmal täglich mindestens 3 bis 4 Nachrichten bekomme, wo ich halt relativ schnell merke, woher die kommen. Also gerade wenn die dann sagen, ja, ich bin eine Transperson zum Beispiel oder ich bin queer und ich komme von da und ich finde es stark, was du machst, aber na, ich kann mich da drin, also in den Bubbles so nicht äußern. Ja, ich bin eine Transperson. Oder ich bin queer. Ja, was interessiert das? Also ganz ehrlich. Ich glaube, ich weiß schon, warum die sich bei dir und nicht bei mir melden. Also der erste Gedanke, den ich hätte, wenn sie es mir so vorstellen, ey, ja, was interessiert mich das, welches Geschlechtsidentität du hast oder welche Sexualpraktiken du in deinem Bett ausübst, das ist mir doch egal. Aber ich weiß schon, warum die sich bei dir melden. Was denkst du, warum?
Weil ich halt dafür auch gerade gesagt, ich würde mir denken, was interessieren mich solche Informationen? Also die haben ja auch. Und das wissen die auch schon, oder? Also das sonst in der Twitter-Bio. Also das finde ich ja unfassbar nervig, dass man. Oder psychischen Erkrankungen, das finde ich ja noch schlimmer. Da wird man mit irgendwelchen privaten Details, die einen nicht interessieren, belästigt von diesen Leuten. So ganz, ja. Einfach, weil sie sich dann als Mitglied irgendeiner Woken-Opfergruppe identifizieren können. Also ich finde sowas aufdringlich, ich finde so dieses Rumgeopfere, ich finde sowas nicht gut. Alleine deswegen. Wobei, so wirklich, also ich würde sagen, so wirklich aufdrängen tun sie ja nicht. Also es ist ja keiner verpflichtet, zum Beispiel deren Bio zu lesen oder ähnliches. Also ich würde jetzt schon unterscheiden, also ich finde das schon okay. Ich sehe das irgendwo auch als eine Art von gesellschaftlichen Zusammenkommen, so eine Art von Sensibilisierung, die auch stattfinden sollte, denke ich mal. Also ich denke auch nicht, das wird ewig so sein, aber ich denke, dass wir halt auch in einer Art von, also wir müssen ja auch diesen Übergang, sage ich mal, irgendwo einläuten, na, dass eine Sensibilisierung stattfindet, vor allem für die Nachgeneration. Also und ich denke, nehmen wir mal queere Menschen. Also wo sind die denn, wo haben Homosexuelle recht nicht, was normale Menschen haben? Also ich selber bin ja nicht in dieser Problematik drin, aber jetzt so eins, was mir aus dem Stegreif einfallen würde, ist halt zum Beispiel das mit der Ehe. Ja, das ist ja teilweise auch ein bisschen problematisch. Oder mit Adoption zum Beispiel. Doch, das gibt es. Aber das ist ab 2017 kein Problem mehr. Aber ich glaube, es geht da viel mehr darum, wie sie halt einfach auch gesellschaftlich gesehen werden. Ja, gesellschaftlich gesehen. Die Frage ist jetzt, inwieweit bildet man sich das ein oder inwieweit wird einem da was eingeredet? Inwieweit schafft man somit Probleme, wo keine sind? Also auch immer dieses Sprechen von marginalisierten Gruppen. Also ich habe das Gefühl, dass beispielsweise Homosexuelle oder auch Transpersonen, also okay, bei Transpersonen, das habe ich, okay, sage ich jetzt mal nichts zu, die habe ich in meinem Bekanntenkreis jetzt nicht, aber Homosexuelle, die werden meiner Erfahrung nach in Deutschland nicht diskriminiert oder so. Also da gibt es auch keine Feindseligkeit in der Gesellschaft gegenüber solchen Leuten. Das ist einfach nicht der Fall. Aber würdest du dann sagen, wenn sie das selber sagen und von ihren Erfahrungen sprechen, dass sie dann lügen? Nein, was heißt von ihren Erfahrungen? Also was heißt von, also wie gesagt, das ist jetzt meine Erfahrung. Ja, also ich zum Beispiel bin ja Grieche, ich hab ja auch Diskriminierung erlebt. Was ja auch fast ein bisschen komisch ist, Grieche vielleicht nicht so schlimm, aber na, ich habe das ja auf jeden Fall schon selber erlebt. Also ich kann dir nur sagen, wie ich damit jetzt generell umgehe. Wenn Menschen auf mich zukommen, dann sehe ich erstmal keinen Grund, ihnen nicht zu glauben. Na, ich gehe auf Menschen grundsätzlich immer mit einem Vertrauen erstmal ran. Und ich sag mal, bei mir wird das Vertrauen eher gebrochen, als dass es umgedreht ist. Na, dass das Vertrauen quasi erst gar nicht da ist und es wird erst aufgebaut. Ja, was heißt nicht zu glauben? Also nur weil du, wenn du von irgendwelchen Erfahrungen berichtest, jetzt im privaten Gespräch, dann ist es das eine. Aber wenn du da jetzt so ein gesamtgesellschaftliches Problem konstruieren willst, die Gesellschaft ist strukturell rassistisch oder so. Nee, das sage ich nicht, das sage ich ja nicht. Also soweit gehe ich ja auch in der Thematik nicht. Das ist ja ein Unterschied, ob du damit eine ganze Ideologie rechtfertigen willst oder beispielsweise Migrantenquoten einführen willst. Das willst du ja nicht. Also wenn du Erfahrungen gemacht hast, dann will ich dir das natürlich nicht absprechen. Ich würde sagen, viele Probleme, die sind eben kleiner, als sie häufig gemacht werden. Also ich sage ja damit genau das, es geht ja nicht darum, immer alles in einem größeren Maß zu sehen, sondern, und das ist ja das, was ich auch gerade meinte, also ich habe das wahrscheinlich ein bisschen falsch ausgedrückt, so die Leute kommen jetzt zu mir und, ich sage jetzt mal, öffnen sich mir, weil ich halt mich mit der Person beschäftige und nicht daraus direkt ein Konstrukt mache. Also das ist ja so der Punkt, was ich ja auch meinte, dass es ja auch um den Menschen gehen sollte, nicht immer direkt immer so ein Konstrukt draus machen. Also man sollte, glaube ich, ich habe so das Gefühl, man politisiert auch heutzutage viel zu viel. Alles wird irgendwie gefühlt politisiert. So man sagt irgendwie, keine Ahnung, ich fühle mich kränklich, dann wird daraus teilweise dann Schluss gefolgert, dass wir, dass wir dann irgendwie auch wieder versucht, irgendwie politisiert zu werden, dass alle irgendwie momentan, was auch immer, ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Und das ist vielleicht auch, also so, ich bin halt der Meinung, wir brauchen auch Menschen, die natürlich politisiert denken und politisch sind und Politik betreiben, also auch in dem wirtschaftlichen Sinne jetzt, sage ich mal. Aber ich denke, wir brauchen halt auch Menschen, die sich halt immer noch mit dem Einzelnen beschäftigen. Und ich sehe mich halt eher da. Na, ich bin nicht der politisch gut ist. Das merkt man ja auch an dem Gespräch. Ich meine, dass wir jetzt zum Beispiel auch unser Gespräch haben,
liegt ja auch daran, dass wir uns ja in dem Sinne auch mal näher kommen wollen, dass auch da Ansichten zusammenkommen wollen. Aber ich bin auf jeden Fall nicht gut darin, so Dinge so großpolitisch zu betrachten, sondern ich sehe eher so den einzelnen Mensch. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ja auch richtig, das sehe ich auch so. Also ich würde auch, wie gesagt, von so einzelnen Erfahrungen nicht gleich ein politisches Programm, also ich halte von diesem identitären Politikverständnis auch nichts. Also ja. Deswegen, für mich sind alle Menschen gleich, alle Menschen sollten die gleichen Rechte haben und das ist meiner Meinung nach der Fall. Und die Wokies, die reißen das so ein bisschen nieder, wenn sie jetzt diese identitären Konstrukte die ganze Zeit aufmachen und Sachen thematisieren, die eigentlich gesellschaftlich schon geklärt waren. Also dass Transfeindlichkeit nicht geht, dass Homosexuellenfeindlichkeit nicht geht, dass Ausländerfeindlichkeit... Über Ausländerfeindlichkeit, da gibt es tatsächlich, da würde ich noch sagen, gibt es wahrscheinlich das größte Problem. Aber auch das ist ja in der Gesellschaft nicht Konsens. Auch das ist ja etwas, das äußert man vielleicht unter der Hand, also größtenteils. Also auch das ist ja etwas, was eher verpönt ist. Ja. Was halt aber auch sehr interessant ist, was ja auch momentan immer sehr oft, vielleicht kann man jetzt auch wieder sagen, so von Daras und so weiter, wo halt oft mal so diese Unterstellung kommt, du darfst ja gefühlt auch mit niemandem mehr reden, ne, wenn man nicht dieselbe Einstellung hat. Schau mal, wir zum Beispiel jetzt, wir können jetzt miteinander nicht sprechen, also laut einem Dara oder Naitan zum Beispiel, dürften wir miteinander niemals reden, weil das, was du sagst, ist dann automatisch auch, was ich vertrete angeblich. Oder ich würde dadurch irgendwie jemandem eine Bühne machen oder sonst irgendwas. Also weißt du, was ich meine? So, ich finde das halt auch schade. Verstanden. Du hast das falsch verstanden, also, was Dara gesagt hat. Sein Problem ist nicht, dass du mit jemandem redest, der andere Meinung als du hat. Daras Problem ist, dass du mit Leuten redest, die eine andere Meinung als Dara haben und du dabei selbst noch, noch eine andere Meinung als Dara vertrittst. Also das geht gar nicht. Ah. Also ich habe demnach keine eigene Meinung eigentlich. Oder? Also es ist jetzt nicht möglich, dass wir zum Beispiel miteinander reden und laut seiner Auffassung quasi wandern jetzt deine Informationen einfach in meinen Kopf und danach sage ich einfach genau das, was du gesagt hast. Ja. So NPC-artig fast schon. Ja, du musst das sagen, was Dara sagt, dann ist er zufrieden. Das ist eigentlich ziemlich einfach zu verstehen. Also wie gesagt, so kompliziert ist diese Woke-Ideologie nicht. Ich habe mir das hier alles, was ich vorhin erzählt habe, auch nicht angelesen, sondern im Umgang mit solchen netten Menschen wie Dara, Dekadent und so weiter mir selber geschlussfolgert. Weil das ja schon ziemlich klare politische Taktiken sind. Ich würde diesen Menschen nämlich auf erst einmal Rationalität unterstellen, also unterstellen, dass sie genau wissen, was sie hier tun, dass sie genau wissen, was für eine Ideologie sie haben und dann die entsprechenden Schlussfolgerungen davon abgeleitet. Wie bist du eigentlich auf diese Bubble aufmerksam geworden? Ich meine, du hast ja gesagt, du hast dich mit Philosophie beschäftigt. Wie bist du dann auf die Wokies gekommen? Damals, Marx, sind die in meinen Chat gekommen und haben mich da zum Feindbild ernannt. Da kamen sehr viele Schwurbler herein, die wollten mir den Kommunismus aufdrehen. Plötzlich war ich, also Schwurbler und die wollten mir den Kommunismus aufdrehen, also getrennt. Also das war so ein Was heißt beides. Aufdrehen? Also waren das Kommunisten, oder? Ja, genau. Also die waren sehr, sehr stark für Kommunismus und ist sehr wild. Also die Erinnerungen sind, ich muss sagen, glücklicherweise auch inzwischen sehr verschwommen. Ich bin froh, dass ich das mir nicht mehr gemerkt habe. War auf jeden Fall eine sehr wilde Phase. Und das war so der erste Berührungspunkt eigentlich, weil die dann halt auch wochenweise immer wieder hergekommen sind. Die wollten immer wieder ein bisschen rumdrollen, ein bisschen rumbeleidigen. Musste relativ viel auch blocken zu der Zeit. Hat sich aber dann irgendwann beruhigt. Was waren das für komische Kommunisten? Also ich hatte auf meinem Kanal einen Kommunisten zu Gast, Fabian Lehr, der war total, total lieb. Also mit dem konnte man gut, gut reden. Ja, bei mir war das so, da ich halt im Prinzip auch, also ich kann es jetzt sehr schwer wiedergeben, es ist sehr verschwommen, aber es ging irgendwie darum, dass ich irgendwie den Kapitalismus auch mitgenannt habe. Und dass ich irgendwie auch meinte, wir haben ja nicht einen hundertprozentigen Kapitalismus. Und irgendwie waren das halt alles so Aussagen, die halt maximal getriggert haben. Ja, wir haben halt Kapitalismus. Also. Ja, aber er hat ja auch soziale Aspekte. Er ist ja nicht 100% kapitalistisch.
Was ist 100? Also es gab nie einen Kapitalismus ohne Staat. Also wenn du das meinst, das ist sowieso ein Wunschtraum von Libertären, der niemals Realität werden kann. Also es braucht ja einen Staat, der die Eigentumsverhältnisse garantiert. Ja, aber es ging aber noch weiter. Ne? Es ging ja dann auch irgendwie so weiter, dass man mir dann auch sagen wollte, dass eben der Kommunismus wurde eigentlich nie wirklich probiert. Das war ja auch so dieser Punkt dann eben. Stalin und den gab es eigentlich nie. Ja, und ich muss auch sagen, und ich glaube, das war der Hauptpunkt, warum sie getriggert waren, weil ich halt der Auffassung war und wahrscheinlich auch immer noch bin, dass halt der Kommunismus wahrscheinlich nicht gut funktionieren würde. Oder vielleicht auch gar nicht. Und ja, gesagt, da war ich halt vielleicht undurch. Mal einen Kommunisten einladen. Mit dem könntest du das dann debattieren. Also ich ja. Kann dir jetzt leider keine Gegenrede geben schon wieder. Also es ist immer... Ja. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man mal einer Meinung ist, aber stimmt, Fabian Lehr, mit dem hatte ich auf meinem Kanal ja darüber debattiert, ob man Kommunismus einführen sollte oder also ob der Kommunismus eine gute Idee ist. Ja, wie gesagt, also letztlich, ich kann halt nicht viel zu sagen, aber es ist halt immer so der Punkt, so diese, also jetzt um nochmal vielleicht die Geschichte zu Ende zu erzählen, so da war halt diese, sag ich mal, politische Teil war dann vorbei, ne, dann lange Zeit habe ich halt nur Reactions gemacht und so, also lockeren Content und dann hat halt diese Shoryuka-Sache angefangen, auf die Shoryuka-Sache habe ich halt öfters mal reagiert. Ja. Warten und dann ja. Kannst gleich weitererzählen. Imp hat gerade in den Chat geschrieben, sie haben Recht, dass den Kommunismus nie gab. Okay, ja, aus dem Eigenverständnis der Sowjetunion heraus waren das noch keine, beziehungsweise reale sozialistischen Staaten, waren das sozialistische Staaten, die auf dem Weg in eine kommunistische Gesellschaft waren. Also, wenn du die Kommunismusdefinition anwendest, Kommunismus ist dann letztlich eine klassenlose Gesellschaft, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Dann gab es einen Kommunismus noch nie, auch nach dem Verständnis von Staaten der Sowjetunion, die sich ja nicht kommunistisch genannt haben. Marx hat den Begriff Kommunismus ein bisschen anders verwendet, also gab es in den realsozialistischen Staaten auch eine Begriffsentwicklung, wie es in allen Begriffen in der Historie immer eine Begriffsentwicklung gibt. Also wenn du es ganz genau nimmst und die Kommunismusdefinition anwendest, die dann zum Schluss nach dem Zweiten Weltkrieg in den realsozialistischen Staaten verwendet wurde, dann gab es noch keinen Kommunismus, sondern da gab es nur Sozialismus. Ah. Ich soll dir übrigens sagen, du wurdest von Imp geradet. Oh, danke schön. Deswegen war der im Chat. Oh, ich sehe 586 Zuschauer. Seid gegrüßt. Mensch. Schön, wurde ausgerichtet, Chat. Sowjetunion war und China ist Staatskapitalismus? Nein, das stimmt so nicht. Also die Sowjetunion, die war, beziehungsweise kommt jetzt auch an Staatskapitalismus definiert. Also Sowjetunion war eine sozialistische Planwirtschaft. Jetzt kann man sagen, auch die Rolle der Kapitalisten wurde doch nur durch die Parteibürokratie eingenommen. Sehe ich nicht so. Die Parteibürokratie, das waren abhängige Staatsbedienstete. Das waren keine Kapitalisten, die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel hatten. Und China aktuell, nee, China ist einfach ein ganz normales kapitalistisches Land. Also China hat einen freien Markt. Die meisten Preise werden am Markt gebildet. Die meisten Unternehmen sind in privater Hand. Es gibt staatliche Unternehmen, es gibt staatlichen Eingriff in die Wirtschaft, es gibt staatlichen Wohnungsbau, es gibt staatliches Eisenbahnnetz, es gibt strikte Preisregulierung in einigen Bereichen und wichtige Preise werden in China sehr viel restriktiver gehandhabt, beispielsweise der Wechselkurs, als in vielen westlichen Staaten. Aber das ist etwas, was wir im Kapitalismus im Westen in den 70er Jahren auch schon mal hatten und womit der Kapitalismus hier sehr viel besser funktioniert hat. China macht gerade eine gute Wirtschaftspolitik, von der wir uns einiges abschauen könnten. Aber du warst ja gerade... Ja. So, sorry. Nee, alles gut. Nee, Entschuldigung, red zu Ende. Nee, du warst gerade bei Shoyoka. Ich wollte, dass ich da jetzt so reingefahren war. Ich hatte gerade im Chat gelesen, gar nicht gesehen. Nee, das ist vollkommen okay. Wir streamen ja beide, das ist ja vollkommen in Ordnung. Das ist ja okay. Das passiert ja auf meiner Seite vielleicht auch noch. Ja, das Interessante aber hierbei ist, ich habe ja eigentlich auf Shoryuka aus der Perspektive aus reacted. Das ist ja... von einem Creator eine Kritik an einem Creator war. Na, aber das wurde halt direkt, irgendwie bin ich da auch wieder in so einen politischen Strudel reingeraten. Na, weil klar, weil dann diese Shoryuka-Sache, muss man aber auch sagen, sie ist ja auch politischer geworden. Na, aber sie hat ja gar nicht so politisch angefangen. Das ist irgendwie mit der Zeit irgendwie immer extremer so geworden. Ich habe letztlich eigentlich genau das kritisiert, dass man da eigentlich auch wieder das zu stark politisiert hat. Für mein Empfinden, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende habe ich es mir gar nicht so sehr ausgesucht, wo ich gerade bin. Muss ich ganz ehrlich eingestehen, weil
was ich eigentlich mit About Our Fruit ja nach wie vor machen will, ist ja eher als Creator mit Creatern reden. Also ich möchte eigentlich, also mein Versuch war zumindest da, dass es eigentlich bei den Creatern bleibt. Also so ähnlich wie das jetzt vielleicht auch ein Alpha Kevin macht oder so, weißt du, was ich meine, so eher in die Richtung zu gehen. Aber zugegeben, ich bin wahrscheinlich noch nicht so gut darin, das klar zu differenzieren und sozusagen in diesen politischen Strudel reinzukommen, weil das Problem ist einfach, da bewege ich mich dann auf einem Gebiet, wo ich halt einfach, ja, da liegt einfach nicht meine, ich sage jetzt mal, meine Stärke. Ja. Weil da wollte ich dich nämlich auch fragen, wie hältst du das aus? Weil ich merke, dass so alle Creator, ob das jetzt ein Imp ist, hallo Imp, na, ob das jetzt ein Proletopia ist, ob du das bist, also so generell, wenn man in diesem politischen, also wenn du so ein politischer Content-Creator bist, mir ist aufgefallen, das geht teilweise so krass in den Diskussionen ab, also du musst ja wirklich eine sehr dicke Haut haben. Eigentlich nur mit den Walkies. Also wie gesagt, ich habe total viele Debatten auf meinem Kanal mit Kommunisten, mit Libertären, mit sogar mit einem FDP-Mitglied, mit okay, mit Imbu Proletopia war ich meistens einer Meinung, aber war auch mit einigen mit einem Walkie tatsächlich auch auf meinem Zweitkanal, aber mit der Bubble. Das ist die einzige Bubble, die so aggressiv ist. Also du hast dir da gerade wirklich die aggressivste Bubble, die es gibt zum Debattieren rausgesucht. Ich hatte auch einen Rechten auf meinem Kanal aus dem AfD-Vorfeld, der war total freundlich und konziliant. Also es war nur ein Twitter-Account mit 100, keine Ahnung, wie viele Follower der hatte, aber mit dem konnte ich total gut reden. Also inhaltlich waren wir natürlich überall unterschiedlicher Meinung, aber ich konnte mit ihm inhaltlich debattieren. Es geht mit den Walkies so nicht, die sehe ich als Feinde. Und was also, ist, bei sagt gerade Blokies, was sind Blokies oder Blockies? Die Leute aus dem AfD-Vorfeld, also blaue Walkies, die sich ähnlich wie Walkies verhalten. Aber wie gesagt, blaue Walkies? Warum glauben Sie das? Es gibt tatsächlich einige aus dem AfD-Vorfeld, so ein Influencer namens Krautzone beispielsweise, die fordern, die verfolgen politischer Gegner sogar. Also auf Twitter. Und da gibt es auch noch so Einzelaccounts, die schreiben einem, dass sie gerne jedem Links der AfD ins Gefängnis werfen würden. Aber das sind ja die extremen Ausläufer. Bei den Walkies ist das Standard. Also jemand wie Dekadent, der ruft zum Wahlbetrug auf, der will politische Gegner in Löcher treiben. Ja, das ist krass. Ja, das fand ich sehr krass, die Aussage, ja. Also bei der AfD, da sind das wenigstens nur die extremen Ränder. Bei den Walkies, da ist das die Standardmeinung. Oder nachdem Seth Van Doon so ausgerastet ist, hat Dara ihn erstmal geratet zur Belohnung, dass er so standhaft geblieben ist. Ja, stimmt. Du, Agitator, ich sollte übrigens ausrichten, du hast kein Bild mehr. Ich habe kein Bild mehr. Das ist problematisch. Das ist seltsam. Warum und das Sound scheint etwas seltsam zu sein, schreibt noch einer. Hä? Warum habe ich kein Bild mehr? Das ist doch... wir sehen dich bei mir noch. Hä? Hä? Ja. Keine Ahnung, woran das liegt. Kannst du leider auch nicht sagen. So, liebe Leute, seht ihr jetzt was? Seht ihr jetzt mein Bild? Da müsste jetzt irgendeine Folie, mit der ich gelernt habe, eingeblendet sein. Nein, das ist falsch. Das kommt nachher, wenn ich ein bisschen Eigenwerbung mache. Sorry. Alles gut. Jetzt. Alles gut. Ja, ich bin doch zu sehen. Was wollt ihr denn alle? Hey, Chat. Habt ihr ihn etwa getrollt? Das ist aber, hoffe ich doch mal nicht. Ach so. Oh, du darfst vor Discord. Ich hatte gerade noch... Du darfst dich minimieren, glaube ich, oder? Nee, ich hatte einen anderen Bildschirm noch offen. Dann wird das Ach so. Blau. War nur Spaß, Chat. Habe ich natürlich nicht ernst gemeint. Ihr würdet sowas nie machen. Weiß ich doch. Wollen wir... Hey, was hältst du eigentlich von einem Dreiergespräch oder Vierergespräch? Wer will denn dazukommen? Will noch jemand dazukommen? Wer denn eigentlich? Wer hat denn gerade gefragt? Ich glaube, Imp wurde gefragt, ob er Lust hat, oder? Kann es sein? Hat Imp Lust? Bitte nicht, schreibt einer. Hey, was? Nee, dann machen wir jetzt mal endlich mal